Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zur Masterveranstaltung des Wahlforums heute mit der Piratenpartei. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Joachim Paul und Herrn Jens Seitenbusch. Heute auch mit dem Moderator Sandy Bergmann. Ja, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wir haben heute Filmaufnahmen hier laufen. Wer nicht in diesen Filmaufnahmen enthalten sein möchte, möchte sich bitte nach ganz außen setzen. Ja, alles Weitere, ihr seid hier, um Fragen zu stellen. Ich denke mal, ihr kennt es inzwischen auch. Auf eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen. Die FDP hat einen Raumtermin bestätigt. Wir kommen nächsten Freitag zum Hörsaal 25 um 18.30 Uhr. Ihr seid natürlich dort auch herzlich eingeladen zu kommen. Ja, sonst gebe ich jetzt direkt das Wort an Cedric, der euch durch die Veranstaltung leiten wird. Ja, willkommen auch von mir. Genau, mein Name ist Cedric Bergmann und ich bin vom Buschradio Köln Campus, um auch ein bisschen Werbung zu machen, zumindest den Hintergrund zu erklären, wenn ich hier stehe und vom Ablauf her, da haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Wir machen hier vorne gleich ein kleines Frage-Antwort-Spiel, schnelles, zur Auflockerung. Und dann wollen wir, dass wir uns eigentlich alle einig, dass wir das Ganze interaktiv gestalten wollen. Das heißt, auch jeder gefragt, dann Fragen zu stellen, das, was euch interessiert, hier loszuwerden. Und die beiden Herren werden es dann nach bestem Gewissen viel Spaß machen wollen. Ja. Als erstes möchte ich vorstellen Herrn Joachim Paul. Er ist gebürtiger Kölner und lebt mit seiner Familie in Neuss. Hat Biophysik studiert und auch promoviert und ja, die Piratenpartei hat er 2006 gegründet. Er ist seit 2009 aktiver Pirat. Seit letztem Jahr ist er Landtagsabgeordneter in NRW und ist dort der Sprecher des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Außerdem ist er Vorsitzender der Landtagsfraktion in NRW. Und ja, er twittert unter dem Pseudonym Nick Halfinger. Halfinger. Nicht Halfinger, sondern Halfinger. Halfinger. Ältere Science-Fiction-Fans werden den Namen kennen. ja, zuletzt schrieb er auf seinem Blog, dass für ihn alle Staaten unter Generalverdacht stehen, ihre Bürger abzuhören. Dann direkt die ersten Fragen, 5 Fragen an Herrn Paul, die er bitte in einem Satz schnell beantwortet. Welche Landtagsdebatte haben Sie zuletzt geschwänzt? Keine. Was bringt Sie bei der Sitzung des Landtages am meisten auf die Palme? Wenn Bullshit-Bingo gespielt wird mit Politik 1.0, wie gerade jetzt im Fall der CDU, CSU und der FDP, die eine Verfassungsklage wegen der Beamtenbesoldung in den höheren Gruppen, die ja jetzt wieder eine Nullrunde, das ist alles sehr ärgerlich, die wollen das wieder durchführen. Aber auf der anderen Seite wird seitens der Union und der FDP nicht gesagt, es ist immer noch ein Satz, wo das Geld denn herkommen soll. Und das finde ich an der Stelle, das ist regelrecht Bullshit-Bingo, das Politik 1.0. Wenn man sowas macht, soll man auch sagen, wo die Kohle herkommt. Okay. Kurze Frage, passt das mit der Lautstärke oder kommt die mit dem Mikro? Passt, okay. Ja. Dann die nächste Frage. Überwachungsskandal hin oder her, erinnern Sie die Freundin Ihres Sohnes? Nein. Okay. Besonders auch in Köln herrscht der Wohnungsnot bei den Studien. Wie haben Sie als Student gewohnt damals? Ich habe erst in einem Apartment gewohnt in Bochum, quasi Externer und nachher im Studentenwohnheim bei der Freundin. Okay. Das Bachelor-Master-System hat das Studium stark verändert. Würden Sie unter den heutigen Bedingungen nochmal studieren? Ich glaube nicht, dass ich unter den heutigen Bedingungen zu einem Abschluss kommen würde. Ich habe großen Respekt vor den Studenten heute. Ich habe mir Zeit gelassen, ich hatte auch keine Kohle in dem Sinne, halbweise kein BAföG bekommen, weil ich ein bisschen Waisenrente bekommen habe. Ich musste in den Semesterferien arbeiten gehen im Stahlwerk. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal schaffen würde. Okay, danke. Dann zu Herrn Seitenbusch. Jens Seitenbusch ist in Wuppertal geboren. Und er ist verheiratet und wohnt heute in Münster.
Er ist ehemaliger Bundesvorsitzender der Piratenpartei und eigentlich von Anfang an bei den Piraten dabei. Gründungsvorsitzender sogar. Er hat am Grundsatzprogramm der Piraten mitgeschrieben und den Bundesvorsitz gab er damals auf, um sich selbst eine Pause von dem ehrenamtlichen Engagement bei den Piraten zu nehmen, so heißt es zumindest. Und nun kandidiert er für den Bundestag über die NRW-Landesliste auf Platz 4. Er twittert unter seinem Nachnamen Seitenbusch. Dann die 5 Fragen an Herrn Seitenbusch. Lange Haare und Kopftuch. Ein Pirat, weshalb sehen Sie nicht aus wie ein Pirat? Ja, man muss Pirat im Geiste sein. Das ist viel wichtiger als das Äußerliche, behaupte ich. Und da gibt es sehr viel mehr Leute, als man so denkt. Von dieser Couleur. Burnout und Arbeitsüberforderung war bei den Piraten ja schon oft Thema. Was ist Ihr Geheimrezept gegen den Politikstress? Dass ich mir eine Pause genommen habe nach 5 Jahren und im Rückblick habe ich gemerkt, das war bitter nötig, hätte man vielleicht sogar eher machen sollen. Wenn Sie einen Platz im Bundestag bekommen und da Angela Merkel über den Weg laufen, was fragen Sie als erstes? Warum sie keine Politik macht? Am Sonntag ist die CSD-Parade in Köln, warum machen Sie nicht mit? Oh. Das ist eine gute Frage, weil ich in Frankfurt bin höchstwahrscheinlich. Fahrradfahrer oder Autofahrer, wer sind die größten Verkehrsrowdies? Ich kenne beide Perspektiven aus Münster, der Fahrradstadt, und ich bin da mit beim Carsharing und ich weiß, die Menschen sind auf beiden Seiten gleich. Okay, jeder hat sein Verbrechen. Das war's von mir direkt an der Stelle. Erstmal vielen Dank auch an Sie für die Antworten. Und jetzt ist schon für euch die Chance, Fragen zu stellen. Die euch interessieren, gibt es an der Stelle schon direkt mutige Leute, die Fragen an die Politik. Ich hätte eine Frage, also ich weiß nicht, ob ich noch jetzt die richtigen Ansprechpartner habe. Es geht um die Struktur und Dynamik vom Geldsystem. Sollte das gehen? Verstehe ich nicht. Es geht um die Struktur und Dynamik vom Geldsystem. Der größte Teil des sich im Umlauf befindenden Geldes ist. Okay. Nach dem Pferd. Das ist Schmalgeld. Und dies wird von privaten Geschäftsbanken in einem Schöpfungsakt quasi aus dem Nichts geschöpft. Dies erfolgt nicht zum Wohl der Allgemeinheit, sondern verfolgt ausschließlich private Profitinteressen. Dieses fast willkürliche Erfinden bzw. Herzaubern von Geld aus dem Nichts basiert auf Schuld. Das der zweite Aspekt der Frage, dieses Schuldgeld wird mit Zins und Zinseszins belastet. Dies hat zur Folge, dass im wirtschaftlichen Finanzsystem das Geld für die Zinsen nicht vorhanden ist und nur mit einer Neuverschuldung aufgebaut werden kann. Das exponentielle Wachstum des Zinseszins lässt Geldvermögen und Schulden ins Apokalyptische anwachsen. Somit müssen die Geldvermögen sich in den Händen von wenigen konzentrieren und die unvermeidbare und systemimmanente Verschuldung muss schlussendlich die Allgemeinheit tragen. Der Umverteilungsmechanismus des Zinseszins hat zur Folge, dass eine zwangsläufige und gigantische Verschuldungsspirale Gesellschaften große Probleme bereitet. Wo ist das Fragezeichen? Ja. Also ich kann darauf antworten, obwohl es keine Frage ist, weil überraschenderweise oder vielleicht auch nicht jetzt kommt die Frage. Wieso kommt dazu? Okay. Du machst es, guckst mich so bedeutungsschwanger an, als würde ich was sagen. Wie sehen wir das hier? Ja. Es gibt tatsächlich in der Piratenpartei eine Menge AGs, wie vielleicht jemand weiß, der schon mal bei uns reingeguckt hat. Und es gibt eine AG Geldsystem Piraten oder irgend sowas. Ja, ja. Und Muschelgeld. Da haben wir so ziemlich, glaube ich, alle Meinungen dieser Welt zu Geldsystemen vereint. Und du kannst dir vorstellen, das ist sehr spannend und sehr lehrreich, aber natürlich extrem kontrovers. Also meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass es nicht so einfach ist, wie man meistens denkt mit dem Geldsystem. Also Geldsystem an sich halte ich für eine sehr sinnvolle Sache. Und ich glaube auch nicht wirklich persönlich gesprochen, dass unser aller Problem in der Wirtschaft am Zins liegt. Ein Freund von mir, der das sehr viel besser weiß, weil er da fachlich involviert ist, der sagt einfach, Zins ist der Preis fürs Geld, wenn ich mir Geld leihe, ne? Investitionen und solche Dinge. Das Problem im Finanzsystem ist meiner Sicht nicht das Geld an sich, sondern das Problem ist sehr viel komplexer. Und in diesem Geldsystem Piraten gibt es auch Leute, die mögen den Zins nicht, es gibt Leute, die mögen das Bargeld nicht, es gibt Leute, die mögen irgendwelche Buchgelder nicht und es gibt Leute, die mögen kein Bargeld.
Aber wenn man die alle am Tisch sieht, dann sieht man hinterher, es ist doch irgendwie anders. Also die Frage zielt ja darauf ab, ob man da jetzt was ändert, so wie die Frage suggeriert so ein bisschen. Ich glaube, dass es nicht die richtige Richtung ist. Ich glaube, das Geld hat sich ja über die Jahrtausende ein bisschen bewährt aus meiner Sicht. Und das Problem ist einfach, dass wir falsch regulieren mit dem Geld. Also und das Geld an sich ist nicht schuld, kurz gesagt. Also wenn das Ich würde das gerne noch ergänzen für praktische Politik, auch aus der Parteiprogrammatik. Ich bin da ganz der Position vom Jens. Ich bin jetzt nicht in dieser AG, habe aber Kontakt mit Wirtschaftsleuten und wir müssen ja im Landtag tagtäglich zu irgendwelchen steuerpolitischen oder wirtschaftspolitischen Fragen Stellung nehmen. Das Geld hat seinen eigentlichen Zweck verloren und ist zum Selbstzweck geworden. Es ist wesentlich mehr Geld unterwegs, was hier, wo jetzt nur noch Geld als Gegenwert steht und nicht mehr irgendeine Ware oder eine Dienstleistung. Wenn man sich, es gibt mittlerweile eine neue Bewegung in der Soziologie, die nennt sich Power Cluster Research. Die gucken sich weltweit die Kapitalgruppen an, das kann man mittlerweile machen, da gibt es auch gute Datenbasen, um das tun zu können, und gucken, wie die miteinander vernetzt sind und wer mit wem gehört. Und führend ist eine Gruppe an der ETH in Zürich, die hat vor kurzem rausgekriegt, so im Großen und Ganzen, dass es etwa 50 verschiedene, sich gegenseitig gehörende Kapitalgruppen auf der Welt gibt, die etwa 47.000 global operierenden Unternehmen kontrollieren. Diese Kapitalgruppen, wenn man sich die anguckt, auf Platz 1 beispielsweise steht die Barclays Bank, auf Platz 12 haben wir schon die Deutsche Bank und auf Platz 18 stehen die berühmten hier Goldman Sachs. Auf Platz 8, ich habe mir die Liste durchgesehen, stand Vanguard Corporation. Ich dachte mir, ist das ein Waffenhersteller, Raketen oder so, habe das in der Wikipedia nachgeschlagen. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Kapitalstock mit Sitz in Pennsylvania mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Billionen Dollar, die auch noch die Majorität an DuPont Chemical, dem größten Chemiekonzern der USA, haben. Unter diesen 50 ist kein einziger Hersteller oder Dienstleister von oder für irgendwas. Es sind reine Unternehmen der Finanzwirtschaft. Und um dem begegnen zu können und das wieder ein bisschen zu realisieren, was politisch weltweit schwierig durchzusetzen ist, wäre eine Finanztransaktionssteuer, also eine Umsatzsteuer auf Kapitalerträge, das Richtige. Und da hat vor kurzem das Pendant zum deutschen DIW, zum Institut der Wirtschaft, in Wien eine interessante Analyse gemacht. Wenn man nur europaweit eine Finanztransaktionssteuer von 0,1% einführen würde, Frau Merkel spricht von 0,01%, wenn man das tun würde, dann gäbe es einen Dämpfungseffekt auf Derivatehandel von 85% und auf Aktienhandel von 15%. Aber diese Steuer würde europaweit jährlich einen Ertrag von 272 Milliarden Euro einbringen. Und ein anderes Institut hat eine ähnliche Rechnung gemacht mit der Hälfte, 0,05%, und die sind bei 300 Milliarden US-Dollar rausgekommen. Das heißt also, wir brauchen eine Umsatzsteuer für Geld, sonst wird sich das Finanzsystem immer weiter von der Realwirtschaft ablösen und die Vermögensverteilung wird immer ungerechter. Es kann nicht sein, dass man 7% auf eine Tüte Milch bezahlt und nichts für Kapitalgeschäfte. Das ist für mich eigentlich nur logisch. Ich bin da auch kein Wirtschaftswissenschaftler, bin überhaupt kein Experte, aber als Physiker denke ich, da muss eine Dämpfung rein in dieses System, damit es nicht überschüttet. Ja. Das haben wir auch im Programm stehen im Übrigen. Also nicht jetzt die 0,1%, aber die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, ja, fühlst auch dran, du bist zufrieden. Ja. Dann die nächste Frage. Ich würde euch A bitten, die Frage natürlich so zu stellen, dass vielleicht auch jeder mitkommt. Und zum Zweiten, wenn es auch möglich ist, die Fragen konkret an eine Person vielleicht zu stellen, wenn wir haben ja unterschiedliche Gebiete, einmal vielleicht also den einzelnen Bundestag, die Bundespolitik und den Herrn Paul, der ja hier auch gerade was Hochschule und Wissenschaft angeht, in NRW im Landtag sitzt. Genau, ansonsten können Sie sich ja auch das nochmal dann zuteilen, die Fragen. Da ist die nächste Frage. Bleiben wir beim Geld. Welche positiven Beispiele gibt es denn bislang schon auf der Welt, die dann für irgendwann für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens erhalten können? Positive Beispiele auf der Welt für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Es gab ein Experiment auf lokaler Ebene in Kanada, das irgendwann gestoppt worden ist und wo, glaube ich, aus politischen Gründen das nicht weiter publiziert worden ist. Das muss sehr positiv gelaufen sein. Ich weiß eigentlich nichts Näheres darüber. Das ist das einzige mir Bekannte. Irgendwo im Mittelwesten in Kanada. Ansonsten zum BGE. Ich persönlich bin vor 2 Jahren
strikter BGE-Gegner gewesen, bin bei der Gründungsveranstaltung der sogenannten Sozialpiraten wieder so ein Arbeitskreis aus der Partei gewesen und habe da quasi meine Meinung um 180 Grad gedreht, habe angefangen, ein paar Theoretiker zum BGE zu lesen, wie André Gortz aus Frankreich oder den deutschen Ulrich Beck oder der Amerikaner Jeremy Rifkin. Ich denke mal, wenn man jetzt mal von Deutschland wegguckt, wo ja von einem Demografiewandel immer auch die Rede ist, dass die Produktivität, dass immer mehr Güter mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft produziert werden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss die Arbeit richtig verteilen. Das ist das, was die SPD oder der linke Flügel so anstrebt, der sagt, okay, wir wollen sowas wie, wir träumen immer noch von der Vollbeschäftigung. Oder aber ich muss weg vom klassischen Arbeitsbegriff und den ersetzen durch Teilhabe. Im Landtag hat es ja schon Debatten gegeben, der Römer, der Fraktionsvorsitzende der SPD, sagt immer, sozial ist, was gute Arbeit schafft. Wir wissen alle, es gibt auch Arbeit, die ist nicht gut, die muss aber trotzdem getan werden. Unsere Position ist eher, sozial ist, was gesellschaftliche Teilhabe schafft. Und wenn man sich die steigende Produktivität weltweit anguckt, dann müssen am anderen Ende ein paar Sachen einfach anders verteilt werden. Und wir denken an so eine Sockelfinanzierung des BGE, die deutlich über Hartz-IV-Niveau liegt. Wenn man die Theoretiker liest, das ist jetzt kein Parteikonsens, muss ich dazu sagen, dann fängt das bei 1.000 Euro an und geht rauf bis 12 bis 1.500 Euro BGE, was man dann als Steuer wieder oben abzieht. Was sich leicht verargumentieren lässt, indem man sagt, es geht nicht um irgendeine staatliche Transferleistung, weil irgendjemand keinen Job findet, sondern es geht um eine Investition in menschliche Tätigkeit. Denn es gibt niemand, der nichts tut. Und man kann damit, glaube ich, auch solche Sachen abfangen, wie wir haben heute mittlerweile die Extremsituation, dass sowas wie Altenpflege sich über den Wettbewerb regeln soll, was eigentlich ein Witz ist. Also ich kann mir kein System vorstellen, wo eine marktradikale Position zu einer vernünftigen und fairen Altenpflege führt. Deswegen denke ich, das BGE ist noch eine Vision, aber es ist ein Jahrhundertprojekt, aber ich halte es persönlich für unausweichlich. Ja, ich kann auch ein, zwei Sätze ergänzen, wenn ich nicht zu lang bin, weil erstens ein wichtiger Punkt ist, es gibt nicht ein BGE, sondern es gibt halt sehr viele verschiedene Modelle, wie man sowas machen kann. Das BGE, gemeinsam haben die das Ziel. Das Ziel ist eigentlich so eine Art erweiterte Sozialhilfe, sage ich mal, wo man eben nicht seine Bedürftigkeit anmelden muss, das ist ja eines der großen Probleme, die wir haben, sondern wo man qua Existenz diesen Anspruch hat. Und der auch zum Beispiel für Kinder und solche Leute gilt, wo er jetzt nur implizit gilt. Das vereinfacht die Sachen halt natürlich auch durch, es gibt zum Beispiel Modelle mit negativer Einkommensteuer. Es gibt ja sogar Modelle, wo CDU-Leute dann zugestimmt haben schon mal. Althaus, die so in diese Richtung gehen. Das ist also doch viel mehr als so eindimensional zu sehen. Deswegen haben wir im Programm auch stehen, dass wir da eine Enquete-Kommission im Bundestag wollen und nicht direkt diktieren, so und so und so geht das. Weil das geht nämlich meistens schief bei so einer Größenordnung, damit man die Leute auch mitnimmt, auch in den Prozess dahin und ihnen nicht das diktiert. Aber im BGE ist aus meiner Sicht auch im Zusammenspiel mit der Finanztransaktionssteuer, sind das Säulen, wie man überhaupt diesen von sich selbst getriebenen Globalismus überhaupt einfangen kann. Das ist ja gar nicht so ganz einfach letztendlich. Also die Sozialausgaben sind ja größtenteils nationaler Art. Ich meine, Ulrich Beck und Co. schreiben das ja. Und die Wirtschaft und alle anderen Dinge, die Gewinne werden eben international optimiert verteilt, sodass die Schieflage halt immer größer wird. Das sehen wir auch in der Schieflage zwischen Arm und Reich, aber eben auch zu den nationalen Sozialsystemen und den internationalen Wirtschaftssystemen. Und da an der Stelle sind eben große Umwälzungen schlicht und ergreifend nötig. Mhm. Zum Thema Arbeit. Sie sagten gerade, soziale Teilhabe sollte einen Arbeitsplatz bieten. Wie lässt sich das Thema Zeitarbeit dort implementieren? Oh, Zeitarbeit ist einer der entscheidenden Mechanismen für den, ich sag mal, Turbokapitalismus. Jetzt habe ich das böse Wort Kapitalismus gesagt. Es gibt durchaus Piraten, die das dann kritisch sehen würden. Aber Zeitarbeit in dem Sinn, es gibt hervorragende Analysen von Richard Sennett, der flexible Mensch, zu dem Thema. Indem ich tatsächlich Arbeitskräfte migrieren lasse von einem Job zum anderen, schwindet natürlich sowas wie die Identifikation mit dem, was man tut, und es geht letztlich nur noch ums Geld. Das heißt, auch der soziale Zusammenhalt beim Produzieren von irgendwelchen Gütern geht verloren. Also Zeitarbeit kann nach meiner Meinung nur eine Notlösung sein für eine kurzfristige wirtschaftliche Krise, aber bei uns ist es ja mittlerweile Dauerzustand und gerade an den Universitäten. Also wir haben da was die kurzfristige und immer kürzer werdenden Verträge von wissenschaftlichen Hochschulkräften angeht, durchaus eine ganz klare Position. Da wird im Landtag immer gefeuert, wenn sowas aufs Tapet kommt.
Das Zeitarbeitsproblem kann man aus meiner Sicht relativ gut politisch lösen, indem man wirklich gleichen Lohn fordert. Weil das Problem bei Zeitarbeit ist ja im Wesentlichen der Vermittler, der Geld abgreift. Und das ist natürlich nur attraktiv dadurch, dass derjenige weniger Geld kriegt als Festangestellter. Ansonsten ist es ja so, die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt an sich, die will man ja erstens nicht blockieren und zweitens wird man die gar nicht verhindern können, weil die Welt ist einfach so. Das sieht man nicht nur im universitären Betrieb. Man wechselt auch heute zwischen verschiedenen Ländern und zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen ja sehr viel unter Umständen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Nur das, was Zeitarbeit heute heißt, ist natürlich an sich schlecht und als soziales Phänomen auf jeden Fall sozusagen so regulierenswert, dass dann nicht mehr sozusagen ein zweiter Schattenmarkt an Vermittlern entsteht, die sich dumm und dämlich verdienen und dann gleichzeitig Lohndumping machen. Das ist ja so ein bisschen, ich habe neulich einen Bericht gesehen über chinesische Wanderarbeiter. Da sind ja wirklich Millionen Leute, die in kürzester Zeit so eine Stadt aus der Pampa stampfen. Und die haben natürlich alle keine Sozialabsicherung und ähnliche Dinge. Ne? Und dieses Zeitarbeit ist so ein bisschen so der Trend zum Wanderarbeiter in Deutschland. Das ist natürlich absolut Keks. Vielen Dank. Dann da oben im schwarzen T-Shirt. Das ist eine Frage. Wie Köln ist 2011 aus dem CHE-Ranking aufgestiegen? Was sagt ihr denn dazu? Ich finde das großartig, weil das CHE-Ranking absoluter Müll ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also das, ich könnte jetzt eine Stunde reden zu dem Thema Bertelsmann, aber ich lasse es besser. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Das CAE ist das Zentrum für Hochschulentwicklung. Das ist ein Ableger der Bertelsmann Stiftung und wird zu 50% von der Stiftung des Konzerns finanziert. Das Interessante, wenn ich mal einen Schlenker machen darf in Richtung Stiftung, ist, dass die Bertelsmann Stiftung, das ist ja, sag mal, gehört zum guten Ton, dass Unternehmer, die groß geworden sind und ein großes Vermögen haben, irgendwie etwas für die Allgemeinheit tun wollen. Eine Stiftung bedeutet aber gleichzeitig Steuernachlässe auf bestimmte Kapitalerträge, beziehungsweise eine Steueraufhebung. Wenn ich etwas in eine Stiftung überführe, dann brauche ich nicht mehr so viel Steuern zahlen als Konzern. Das ist das eine, wenn die Stiftung die Anerkenntnis der Gemeinnützigkeit bekommt. Und zweitens, und da macht das Bertelsmann wirklich von deren Position aus betrachtet sehr geschickt, die Stiftung wird aktiv benutzt, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und wenn auf der einen Seite in Politikberatungsprozessen der Stiftung immer wieder das Schlagwort Privatisierung auftaucht und ein Jahr später der Konzernvorstand sagt, der Rückzug des Staates aus dem Bildungsmarkt schafft neue Märkte für Bildungsanbieter, dann wird da ein Geschäftsmodell draus mit gleichzeitiger Beeinflussung der Politik. Und ich weiß nicht, ob das so sauber ist. Ich würde mir viel lieber das US-amerikanische Stiftungsmodell wünschen, wo auf der einen Seite das Stiftungsvermögen, die Bewilligung von Projekten, die die Stiftung bezahlt, komplett voneinander getrennt sind. Die Bertelsmann Stiftung finanziert keine fremden Projekte. Man kann ja nicht einfach hingehen als Antragsteller und sagen so oder so. Die Impulse kommen selber aus der Stiftung. Damit ist das ein sich selbst erhaltenes System, was auch noch ermöglicht, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und das CHE, in meinen Augen ist es so eine selbsternannte elitäre Gruppe, die sich nach außen verkauft als eine Organisation, die Kompetenz besitzt im Kontext Hochschule und Forschung. Und von daher Einfluss auf das System. Ist nicht alles schlecht, was an Analysen aus der Stiftung kommt, aber auf der anderen Seite, wir haben im Wahlprogramm, Landtagswahlprogramm 2012, einen Antrag zur Nivellierung des NRW-Stiftungsrechts gestellt, der zum Parteiprogrammpunkt geworden ist. Der ist mit großer Mehrheit durchgegangen. Ich weiß jetzt die genauen Paragraphen nicht, aber das NRW-Stiftungsrecht ist kompliziert. Es gibt ein Körperschaftsrecht auf Bundesebene und dann haben die einzelnen Länder so Dinger, die da dran sind. Und es gibt zwei Passagen, die unter Steinbrück, interessant sind übrigens auch die Protokolle des Landtags, die da sehr an der Stelle sehr unklar sind, unter Steinbrück sind zwei Passagen in das NRW-Stiftungsrecht eingefügt worden. Die erste Passage sagt, dass die Kontrolle des Stiftungsvermögens nicht mehr einer gemeinnützigen Stiftung Wurgeberg, nicht mehr den Bezirksregierungen obliegt, sondern privaten, staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfern, also ein Outsourcing. Und der zweite Punkt, der ist noch interessanter, Bewegungen auf dem Stiftungsvermögen sind auszunehmen vom Informationsfreiheitsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Würde man diese beiden Punkte wieder rausnehmen aus dem Stiftungsgesetz, käme sehr leicht der Verdacht auf, dass die Bertelsmann Stiftung nicht mehr gemeinnützig ist. Also auch das, was vom CHE hochschulpolitisch kommt,
das Gesetz, das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz, was von Pinkwart unter der Pinkwart-Rüttgers-Regierung 2005 bis 2010 eingeführt wurde, 2006 sind, glaube ich, die Sachen über den Tisch gegangen. Das hat ja die Hochschulräte eingeführt, wo quasi externen, auch ein Rat, der aus Professoren und Externen besteht, quasi die dirigistische Hochschule führt. Wir sind da diesbezüglich als Partei, und ich rege jetzt auch auf, ganz klar in der Position, dass wir eine Redemokratisierung der Hochschule benötigen. Die Wirtschaft soll und darf gerne mitreden, aber in Form eines beratenden Beirats ohne Weisungsbefugnis. Wir fordern ganz klar die Abschaffung der Hochschulräte. Ergänzen? Ja, man muss sich das mal vorstellen, wenn man 2006 dieses Hochschulfreiheitsgesetz sieht, man muss sich wirklich mal die Vorlage angucken. Die CAE hat eine Empfehlung gemacht an die Landesregierung, den Text gibt es als PDF, und dann guckt man ins Gesetz und dann sieht man, das sind irgendwie 80% Übereinstimmung. Ja, also wer schreibt die Gesetze? Das ist schon frappierend. Das Gesetz ist in Gütersloh geschrieben worden, nicht in Düsseldorf. Ist wirklich so. Und ich arbeite ja an der Uni Münster, was vielleicht auch noch eine ganz interessante Information ist für diesen Termin hier, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, und habe seit vielen Jahren, sehe ich diese Probleme sowohl der Rankings als auch, was dahinter steht, wozu braucht man ein Ranking? Ja, für Finanzierung. Ich meine, ist klar, unsere Rektorin, die freut sich natürlich um Bein ab, wenn wir mit beim Spiegel-Ranking auf Platz 3 sind oder so, als Massen-Uni Münster auch, ist immer schwierig, die kleineren haben da zum Teil Vorteile. Und weil das dann irgendein Leuchtturmprojekt sonst wie Finanzierung gibt. Ne? Aber der Fehler ist natürlich die Finanzierung, nicht das Ranking. Wenn nicht die Finanzierung durch Leuchtturm oder sonst wie elitäre Projekte gemacht würde oder sogar Projekte separat. Wir sind jetzt von der ständigen Finanzierung mehr in solche Projektfinanzierung, die total intransparent und beliebig ist, gemündet über die Jahre. Übrigens witzigerweise gemeinsam mit der Umstellung auf Globalhaushalt. Das ist das Problem. Es hat ja niemand was dagegen, wenn der Spiegel ein Ranking macht, aber wenn das dann hinterher dazu führt, dass in dem schlechten Finanzierungssystem die einen dieses Geld kriegen und die anderen jenes, dann ist das Ranking auch ein Problem. Das muss man schon so sehen. Führt übrigens im Landtag immer zu einigen rhetorischen Schlenkern, die man da so machen kann. Der hochschulpolitische Sprecher der Union, der natürlich voll auf der Rüttgers-Pinkwart-Linie ist, der Herr Dr. Berger, wenn der in der Rede irgendwas sagt, gibt es von mir schon mal einen Zwischenruf. Hat man ihn in Gütersloh wieder souffliert oder sowas? Das führt dann immer zu großem Amüsement im Landtag. Also das... Man soll den Humor mit in die Politik nehmen, sonst macht echt keinen Spaß. Also sowas muss dann auch sein. Okay, danke. Da oben im Roten. Ich würde da gleich passend drüber anschließen. Wir wünschen ein Statement zur Zivilklauselbewegung. Zur Zivilklauselbewegung. Also wenn wir von Redemokratisierung der Hochschule sprechen, dann muss man das auch ernst nehmen. Dann kann der Staat da nicht... Weiß jeder, was die Zivilklausel ist? Sonst einen Satz dazu sagen? Also Zivilklausel sagt, dass eine Hochschule sich dafür ausspricht, keine Forschungsprojekte mehr durchzuführen, die militärischen Hintergrund haben. Das ist ein ganz heißes Eisen, weil es gibt auch Dual-Use-Geschichten. Wenn ich irgendeinen neuen Chip entwickle oder was auch immer, oder mich gerade auf dem Gebiet der Mikroelektronik, dann gibt es da möglicherweise auch in vielen Fällen militärische Anwendungen. Aber wenn wir die Redemokratisierung der Hochschule ernst nehmen, dann muss jede Hochschule in der Lage sein, sich demokratisch im Abstimmungsprozess eine solche Zivilklausel aufzuerlegen oder auch nicht. Das heißt, da sollte die Politik der Hochschule nicht reinreden. Da sind wir schon der Meinung, die Möglichkeit einer Zivilklausel sollte allerdings im Gesetz verankert werden. Da haben wir eine leicht unterschiedliche Position zu den Grünen. Ich persönlich würde es nicht machen im Übrigen, aus diesen Dual-Use-Gründen. Okay. keine Ergänzung ist, dann machen wir den nächsten. Ich wollte mal was zum Grundeinkommen kommen lassen. Das Grundeinkommen ist ja stark diskutiert. Mittlerweile schon so über der Hälfte der Bevölkerung, würde ich das mal abschätzen. Es gibt sowohl eher bei der liberalen Seite Befürworter und Gegner, als auch eher auf der linken Seite. Witzigerweise ist das ja auch aus der liberalen Idee heraus entstanden. Jetzt haben ja die FDP auch im Wahlprogramm das sogenannte liberale Bürgergeld als Zielforderung drin, und die Linken wollen sowas wie eine sanktionsfreie Mindestsicherung oder so ähnlich heißt das. Und jetzt würde ich gerne wissen von euch, wie grenzt sich das Piratenmodell davon jetzt ab von beiden Seiten? Also ich muss sagen, ich beschäftige mich herzlich wenig mit dem Wahlprogramm der FDP. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die gar keins haben. Die haben nur Köpfe. Also
die alten großen liberalen Bürgerrechtler, bis auf Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die da so ein einzelner Leuchtturm in der FDP ist, sehe ich da nicht mehr viel, auch bei Herrn Lindner nicht oder so. Was die Linken angeht, da gibt es unterschiedliche Positionen. Gregor Gysi hat mir selber gesagt, BGE mit ihm nicht, aber er sei auch ein alter Mann. Ich sollte Frau Kipping fragen, die sei dafür. Also da sieht man auch bei den Linken ein gewisses Meinungsspektrum. Also wenn man das BGE nicht mit einer sanktionsfreies Mindestes, ich bin schon der Meinung, dass man das so kommunizieren muss, dass man sagt, das ist eine Investition in Menschen und nicht irgendwie ein Unterstützungsgeld oder sowas. Also da ist mir die alten sozialen Positionen der Linken sind mir dazu zu unkonkret. Und was die FDP mit dem Bürgergeld angeht, da könnte ich mich vielleicht eher mit anfreunden, aber ich glaube zu wissen, dass es im Endeffekt nicht hoch genug sein wird, was die da vorschlagen. Man muss auf jeden Fall das BGE mit einer Schwelle einführen, wo für eine Einzelperson mit dem, was dann kommt, wirklich ein Leben möglich ist und nicht irgendwie nur eine, ich sag mal, Grundsicherung, wo ich dann am Ende dann doch gucken muss. Dieser Anreiz, um zu arbeiten, muss dann an der Stelle nicht unbedingt da sein. Da gibt es uns interessante psychologische Analysen und jemand, der das sehr genau studiert hat, ist eine deutsche Kabarettistin, von der ich mal einen Auftritt gesehen habe, deren Namen ich aber leider vergessen habe. Die sagt nämlich, es gibt wohl eine Umfrage, wenn man Leute interviewt zum Thema BGE, würden sie denn noch arbeiten gehen? Dann sagen Leute, ja klar. Und sind sie auch der Meinung, 80% sagen, ja, ich würde noch arbeiten gehen. Ja, sind sie der Meinung, dass ihr Nachbar auch noch arbeiten geht? Dann sagen dieselben 80% nee. Also da kann irgendwas nicht stimmen in der Selbsteinschätzung von uns Deutschen. Das ist aber, ich kann immer wieder sagen, ein Jahrhundertprojekt und das wird auch noch eine längere Diskussion dauern, bis wir sowas haben. Ja, und die Details, also mit dem Liberal, da muss ich gerade schmunzeln, weil aus meiner Sicht gibt es Modelle für BGEs, die echt neoliberal sind von der Tendenz her und es gibt welche, die sind eher Richtung sozialistisch. Mhm. Das kommt erstens auf die Umsetzung an und auch auf die anderen Details, weil wenn ich zum Beispiel ein mehrwertsteuerfinanziertes System habe, was ich überhaupt nicht mag, das würde ich sogar tendenziell als neoliberal bezeichnen. Ja, Götz Werners Modell, was sehr populär ist. Ja, der ist ja Händler, deswegen will er es mehr mitnehmen. Das hängt aber natürlich damit zusammen, wie die anderen Bedingungen dann sind, zum Beispiel für Unternehmen und sowas. Also deswegen haben wir Ziele für BGE definiert, zum Beispiel eben, dass es keine Sanktionen nach sich ziehen kann, dass ich eben den allerniedrigsten, also eigentlich keine Beantragungshürden oder Voraussetzungen haben muss, um das einfach abzurufen. Also es ist nicht irgendwie was, wo ich als irgendwie bedürftig gelten muss oder so. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, auch der Anspruch an die Höhe, dann würde es mit den Piraten auch umgesetzt werden können. Da ist jetzt nicht irgendeine Festlegung auf Mehrwertsteuerfinanzierung, die ich glaube aber auch inzwischen sehr viele Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, inzwischen ablehnen, sondern da muss man dann schlicht und ergreifend, wenn es soweit ist, darüber diskutieren. Das ist schon sehr komplex, denn das BGE nimmt ja als Teil seiner Finanzierung auch den Wegfall verschiedener anderer Leistungen, zum Beispiel, was weiß ich, Wohngeld, irgendwas Schnick und Schnack, Kindergeld und so, weil das wird ja davon aufgefangen, es wird ja von der Person an ausgegangen. Und es gibt noch einige schwierige Punkte, Krankenversicherung, Rente und Co. Weil das ist eigentlich eine ganz umfassende Sozialreform, die dahinter steht, wenn ich das wirklich mache. Das kann ich nicht mal eben so nebenher als Teilaspekt betrachten. Dann darfst du noch. So, für den hoffnungsvollen Fall, dass Sie gerade 5% plus X schaffen bei der Bundestagswahl, was sind die nächsten konkreten Schritte, die wir machen könnten, damit das Grundeinkommen mehr in den Fokus der Politik kommt? Welche Schritte können wir konkret machen? Ja, also wir haben ja jetzt schon Schritte gemacht, sozusagen außerhalb des Bundestags sogar auch. Es gibt eine europaweite Initiative fürs Grundeinkommen, die wir mit in einem Bündnis gepusht haben, die auch im Moment sogar noch läuft. Die kann man, glaube ich, sogar unterschreiben im Moment immer noch. Das ist ja diese EBI, ist ja ein bisschen kompliziert mit 1 Million Unterschriften, die aus 7 Ländern gebraucht werden. Und wir werden auf jeden Fall, wenn wir im Bundestag sind, sofort auf diese Enquete-Kommission hinarbeiten. Das steht so im Programm und das ist auch so gemeint. Die Leute, die bei uns das wirklich aktiv betreiben, die auch jetzt bei dieser Bürgerinitiative mitmachen und in vielen anderen Bereichen sich dafür einsetzen, die scharren mit den Füßen und werden sofort in ihrer ersten Arbeitswoche gucken, wie das geht, wie sie es einsetzen können, welche Voraussetzungen dafür da sind. Das ist natürlich klar, die Frage, wir können es wahrscheinlich nicht alleine machen, wir werden ja wahrscheinlich doch nicht 50% kriegen, wenn wir über 5% sind, aber das wird natürlich gemacht und eine Initiative
oder eine Enquete-Kommission ist natürlich trotzdem sehr viel einfacher einzurichten, als jetzt zu sagen, wir versuchen einen Beschluss herbeizuführen. Das ist natürlich, wie gesagt, das dauert natürlich auch, aber es gibt ja auch in den Befragungen, die zum Beispiel die CDU, ich glaube sogar von Merkel und Co., die machen ja auch manchmal so Internetumfragen, mit welchem Thema soll die Kanzlerin sich beschäftigen und sowas. Und hier unsere Kandidatin aus Mecklenburg-Vorpommern ist ja gerade aktuell, da wird gerade diese Petition an den Bundestag, die dann auch noch wiederum reinläuft, da sind solche Themen auch vorne. Das heißt, ich denke mal, die anderen Parteien können sich unserem Anliegen dann auch nicht wirklich einfach verschließen, wenn wir das da wirklich tatsächlich auch anleiern. Jetzt können sie das noch, aber ich hoffe dann, wenn wir im Bundestag sind, können sie das nicht mehr. Nächste Frage von dem Herrn Schwarzen T-Shirt. Meine Frage an, vor allem an Joachim. Wie hast du in deiner Parlamentszeit bis jetzt den Einfluss von irgendwelchen Lobbyisten erlebt und was haben die Piraten konkret erreicht, wo man jedenfalls sagen kann, dass ihre hohen Piratenanteile? Also den Einfluss von Lobbyisten, den erleben wir eigentlich tagtäglich und das ist so ein schleichender, im positiven wie im negativen Sinn. Es gibt immer wieder Einladungen von irgendwelchen Verbänden, die ein legitimes Interesse haben, mit Politikern zu sprechen. Das sind dann so, sag mal, Sekt und Häppchen, Sommerfest oder der sogenannte parlamentarische Abend, wo man noch auf ein Bier hingehen kann nach einem langen Plenartag im Landtag. Das Heftigste war eine VIP-Card vom Steigenberger Hotel. Die haben wir damals, glaube ich, auch getwittert mit einer wirklich heftigen Preisnachlässen für Übernachtungen im Steigenberger, auch für Doppelzimmer. Die nicht übertragbar sind, weil ich hätte sie sonst dem nächsten Hartz-IV-Empfänger auf der Straße in die Hände gedrückt, diese VIP-Card. Also das ist jetzt mehr so das Scherzhafte. Auf der anderen Seite ist es schon so, wir hatten zuletzt eine Debatte zum Thema Lebensmittelkennzeichnung im Landtag und haben einen Antrag von Foodwatch, von dieser NGO, quasi 1:1 übernommen. Die Simone Brandt hat ihn vorgetragen und das auch gesagt. Da schreit die FDP auf, Lobby, Lobby, die FDP, ne? Lobby, Lobby, ne? Hier Foodwatch und so weiter, ihr habt's nicht runtergeschrieben. Ne? Konnte man natürlich gut kontern, ich sagte, Mövenpick ist bei euch auch, hat auch bei euch auch nicht runtergestanden, diese Geschichten da. Also man erlebt das eigentlich tagtäglich und im Grunde genommen ist gegen Lobbyismus auch nichts einzuwenden, wenn Leute sagen, sie haben einen Anspruch an Politik und sie wollen ihre Bedürfnisse an Politik herantragen. Nur ist das immer mit Geld verbunden und an der Stelle wird es wirklich schwierig. Wir hatten einen Vertreter von Lobby Control ganz zu Anfang der Gründung der Fraktion in der Fraktionssitzung, der ein Referat gehalten hat für eine, ich sag mal, für so eine Art Kodex zum Umgang mit Lobbyisten. Bislang ist es so, dass wir 20 uns eigentlich quasi alle daran gehalten haben. Dabei ist ein Kodex noch gar nicht verabschiedet. Aber wir werden das wahrscheinlich noch verschriftlichen müssen, ne? Also ist deine Frage damit beantwortet, weil ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Der zweite Teil der Frage bezieht darauf, was konkret erreicht die Piratenpartei? Also ich denke doch schon etwas höhere Aufmerksamkeit auch der Medien, wenn dieses Lobbygeschrei lostritt, vielleicht sogar durch diesen Effekt, dass wir selber in den Lobbyverdacht geraten sind. Es ist einfach wacher und präsenter, die Frage nach dem Lobbyismus, auch bei allen anderen Fraktionen. Ich glaube, dass sich da schon ein bisschen was verändert hat. Dann war da oben der nächste Frage. Danke, warum gerade ja auch zu wahnsinnig ist, jetzt nicht BGE oder viele andere Sachen, auch wenn das nicht gefordert sind, sondern die umgestaltete Art und Weise, wie auch Politik funktionieren soll. Könnt ihr da vielleicht irgendwie beispielhaft was sagen, wie was da schon geht? Vielleicht auch mit einem kurzen Hinweis darauf, wie die Piraten, wie der Piratenpartei an sich auch gearbeitet wird, weil das ja völlig anders ist. Also ich kann das für die Fraktion beantworten, wie wir quasi diesen basisdemokratischen Anspruch Umgestaltung der Politik versuchen umzusetzen. Das ist bis jetzt nicht hundertprozentig gelungen, das muss man sagen. Da muss man nach Politikfeldern differenzieren im Bereich Bauen, Wohnen, Verkehr, namentlich Oliver Bayer, da kann ich wirklich nur sagen, super. Ne? Der macht da sehr viel Basisarbeit und hat auch eine rege AG aus dem Landesverband, wo auch Nichtparteimitglieder mitmachen. Er hat eine Verkehrswendekonferenz durchgeführt. Das läuft alles ganz prima. Im Bereich Bildung, jetzt Schule, ist es so, dass die Monika Pieper den entsprechenden AK, den Arbeitskreis der Partei,
alle paar Wochen mal in den Landtag einlädst, so eine Art Jour fix, wo man gemeinsam Dinge mit bespricht und Initiativen macht. Also es ist nicht nur Mumble, sondern es ist auch ganz wichtig, dass man sich face-to-face trifft. Was mich persönlich betrifft und die Hochschule, kann ich nur sagen, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit auch mit meiner eigenen Arbeit diesbezüglich, weil ich bin ja im Nebenjob auch noch Fraktionsvorsitzender. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, was, glaube ich, aber auch ein bisschen daran liegt, dass wir einen AK Bildungspolitik vorher hatten, der sich so ein bisschen entsprechend der Ausschussstruktur im Landtag aufgespalten hat. Es gibt jetzt einen AK Arbeitskreis, der sich eher mit Schule auseinandersetzt und einen, der sich eher mit AK Forschung, heißt der bei uns, der sich mit Hochschule auseinandersetzt. Da müsste noch ein bisschen mehr getan werden. Der Arbeitskreis Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen liegt völlig am Boden, sage ich ganz offen. Bin ich total unzufrieden mit. Das müssen wir wieder beleben. Das wird nach der Sommerpause irgendwann passieren. Und unabhängig davon, ob wir jetzt im Bundestag sind oder nicht, ist das ganz wichtig, da wirtschaftspolitisch weiterzukommen. Und vor allen Dingen auch steuerpolitisch. Also da ist durchaus noch was zu tun. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig aus dem Blick verloren haben und jetzt quasi dieser alten Politik da angepasst haben. Wir mussten uns erstmal darauf einstellen, dass die zeitliche Taktung im Landtag von Woche zu Woche, von Monat zu Monat eine ist, die ja ein Uniplan ist frei dagegen. Ne? Das ist eher wie Schulstunden mit den einzelnen Ausschusstagen. Man muss immer zeitnah irgendwas machen und man hat auch nicht immer Zeit, die Partei zu fragen. Vieles, muss man auch sagen, kann aus dem Parteiprogramm abgeleitet werden per Delegation. Wenn man irgendwie im Zweifel ist, kann man nochmal Leute vom AK anrufen aus der Partei. Wie seht ihr das? Und sich da kurz schließen. Also auf der einen Seite das auf die Kette zu kriegen, zu sagen, wir erfüllen den Stundenplan des Landtags, das Prinzip Parlamentarismus, und auf der anderen Seite den Connect zur Basis, das ist nicht ganz so einfach, aber wir sind da dran. Aber da muss ich tatsächlich ergänzen, weil du sagst, der Grundgedanke der Partei, das triggert natürlich bei mir ganz besonders. Der Grundgedanke, den ich damals hatte, ich spreche natürlich nur für mich, aber es wird wahrscheinlich die anderen damals auch ähnlich treffen, ist nicht der, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal ändern, wie Politik ist. Das würde ich auch für anmaßend halten. Der Grundgedanke war der, dass wir gesehen haben, dass es durch den Wandel zur Informationsgesellschaft, zum Teil Internet, aber auch andere Globalisierung und ähnliche Effekte, dass die gesamte Gesellschaft sich in allen Teilen verändert und verändern muss. Und das Politik ist nur ein Aspekt davon. Das ist natürlich jetzt zufällig auch der Aspekt, wo wir tätig sind, weil man einerseits da was ändert und sich auch selbst ändern muss, klar. Aber das ist eigentlich das Oberthema. Und daraus folgt, man kann es eigentlich ganz einfach sogar sagen, wir sind alle jetzt inzwischen schon daran gewöhnt, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft mit Internet viel mehr untereinander agieren als früher. Ja, also das ist von einer Hierarchie strukturiert zu einer Peer-to-Peer-Gesellschaft. Und zwar jetzt nicht auf File-Sharing gemünzt, sondern ich kann jederzeit mit jedem irgendwie ein Projekt machen, international, so wie die Open-Source-Gemeinde das vorgemacht hat. Und die Lehre ist eigentlich die, dass wir jetzt das haben, aber es wird nicht genutzt. Zumindest jetzt nicht für politische Zwecke. Und wir sehen ja auch, dass wenn man nicht drauf aufpasst, auf diese Möglichkeiten, die wir haben, dass die etablierte Parteienlandschaft versucht, alle diese neuen Dinge wieder in ihr altes Raster zu pressen. Ist ja klar. Die haben alles, was kommt, immer in ihr altes Raster gepresst. So funktioniert deren Politik und auch deren Machtstruktur. Aber dieser Wandel sollte aus unserer Sicht mindestens ja dazu führen, dass wir über diese Dinge hinauskommen. Zum Beispiel über die Hierarchie, zum Beispiel über die fehlende Mitbestimmung, weil wir jetzt die Möglichkeit haben und weil das gesellschaftlich jetzt so ist. Und das ist der Moment, wo du dann sagst, ja, wir wollen auch Politik ändern. Aber es ist ein Schritt sozusagen schon in der Folge aus meiner persönlichen Sicht der Analyse. Das ist aber auch der Punkt, weswegen man immer auch die Richtung, wie Politik sich ändert, aus meiner Sicht gut im Blick haben kann. Man kann ja sagen, ich will Politik verändern, aber der Mensch verändert sich aus meiner Sicht nicht. Die Menschen verändern sich nicht, wollen wir auch nicht. Wir wollen ja keinen chinesischen Ansatz der Gesellschaftskritik, so nach dem Motto, wir prügeln euch ein, wie es sein muss, damit ihr das auch macht. Das wollen wir nicht, sondern die Menschen machen ja das in einem neuen System, was sie sonst auch machen können, aber jetzt haben sie viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen, das müssen wir auch in die Politik einbringen. Wir haben vor 2 oder 3 Wochen haben wir zusammengesessen und schon mal grob darüber nachgedacht, was denn mal passieren würde in unserer Fraktion im Bundestag, wenn wir da tatsächlich einziehen, damit wir nicht so ganz unvorbereitet wie andere Fraktionen vor uns durch den Wahlerfolg überrascht dahin gehen. Und eine Lehre, die ich für mich habe, ist, dass ich in dieser Fraktion dann einen Community Manager einstellen will. Ja, also die Leute, die jetzt Gaming machen oder in Foren rumhängen im Internet, wissen, was das ist. Ein Community Manager, den brauchst du in der Politik, weil das ist ein wichtiger Faktor, um Menschen außerhalb deines Parlaments und auch außerhalb deiner Partei einzufangen. Und das ist
Das kann ich heute, das hätte ich früher gar nicht machen können. Früher musstest du irgendwie eben mit Ortsvereinen agieren oder hattest dann so Lautsprecherkanäle, ne, so wie mit Pressemitteilungen. Aber heute können wir eben Dinge tun, die man früher nicht konnte, die auch die Bürger inner- und außerhalb der Partei näher an den politischen Prozess ranbringen. Und das müssen wir auch tun. Und das ist sozusagen dann die Änderung sowohl bei Teilhabe als auch und der zweite Aspekt ist eben natürlich direkte Demokratie oder Liquid Democracy, was man präferiert, das auch im elektronischen Zeitalter zu machen. Ja, das kann man ja auch modern machen. Ich würde das gerne noch ergänzen, weil es gibt ja immer die Frage, das ist an der Stelle auch genau richtig, weil der Jens gerade was gesagt hat, was das bei mir getriggert hat, von der Hierarchie zu einer Peer-to-Peer-Struktur. Die Piraten zeichnet wohl aus, dass sie aus dem weltweiten Kommunikationsnetz kommen, dass sie auf der einen Seite jetzt nicht in einer klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmerstruktur befangen sind, sondern viele Piraten hängen zwischen Baum und Borke. Die in der IT-Szene sind es Freiberufler, die sich mal verdingen für irgendein Honorar und auf der anderen Seite für größere Projekte auch schon mal Leute einstellen. Das heißt, das sind so Twitter-Geschichten. Peer-to-Peer ist ein sehr gutes Beispiel, weil diese wir haben ja immer gesagt, wir sind ideologiefrei. Ne? Wurde immer gesagt, die Piraten haben keine Ideologie, weil keine Ideologie zu haben, ist ja auch eine Ideologie. Also ist da schon ein Selbstwiderspruch eingebaut. Und mittlerweile sind wir da auch weiter in der Erkenntnis. Dieser Peer-to-Peer, dieser Netzwerkgedanke, lässt sich ja vom Kommunikationsnetz übertragen auf andere Netze. Deswegen haben wir in der Parteiprogrammatik zum Beispiel das Wort Bürgerenergie, Bürgernetze. Also nicht nur Kommunikationsnetze, sondern auch Energienetze können Peer-to-Peer sein, anstatt von vier Monolithen, wie in Deutschland gesteuert werden. Wir glauben, dass beispielsweise das dänische Modell sehr viel besser ist, wo quasi es einen großen Stromprovider gibt, der zu großen Anteilen von Kleinaktionären besessen wird, also im Besitz von Kleinaktionären und zur anderen Hälfte im Besitz des dänischen Staates ist, der dann dafür sorgt, dass wenn irgendein Däne sich auf sein Holzhäuschen da Solarpanels drauf macht, und er einen Überschuss produziert, das auch im Netz wieder entsprechend verkauft werden kann. Und nicht dieses Ding mit der EEG bei uns. Der Ansatz ist im Prinzip richtig, aber wenn der Börsenpreis für Strom sinkt, wird der Anteil des Umweltdings da für erneuerbare Energien größer. Man muss sicher auch nochmal drüber nachdenken. Es gibt diese paradoxe Situation durch eine feste Grenze bei der Energie, dass manche Firmen nachts ihre Maschinen im Leerlauf durchlaufen lassen, weil sie sonst unter das Stromlevel sinken würden, wo sie aus diesem EEG-Fenster als stromintensive Produktionsstätte rausfallen würden. Das ist ja völlig krank, an der Stelle das zu machen. Aber da müsste man auch nochmal dran drehen. Also es muss aber auch klar sein, im Mittelalter war der Energieproduzent der Köhler, der im Wald seine Holzkohle gemacht hat und die dann auf dem Markt des Dorfes verkauft hat. Der stand auf der untersten Ebene der Gesellschaft. Heute sind die Energiekonzerne im Prinzip die, die das Sagen haben. Die sitzen auch mit kräftigen Leuten bei Frau Merkel im Ohr. Wenn wir das mit der Bürgergesellschaft nicht nur bezogen auf Kommunikationsnetze, sondern auch auf andere Bereiche wirklich ernst nehmen, dann müssen wir über Bürgerenergie und Netze in Bürgerhand sprechen. Das haben wir auch in der Programmatik verankert. Das wäre so ein ideologischer Aspekt der Partei. Danke. Was war ich interaktiv zu machen? War hier die nächste Frage. Ja, ihr seid ja bis vor einiger Zeit in Umfragen sehr, sehr populär gewesen und habt da auch hohe Umfragewerte gehabt. Ihr seid in ein paar Landtage eingezogen. Jetzt sind die Umfragewerte ja alle im Grunde eingekracht, wenn man sich den Vergleich mal anschaut. Wie erklärt ihr euch das und was tut ihr dagegen? Oder was tut ihr, um in den Bundestag dann einziehen zu können? Ja, wir machen Wahlkampf. Ne? Der Punkt, ich mir gedacht, ja, also ich sag mal so, dieser Hype, der da 2011, 2012 war, der klingt natürlich ab, das war klar. Wenn man sich das anguckt, jeder Hype klingt ab. Trotzdem können wir natürlich jetzt mit dieser Situation nicht zufrieden sein, das ist auch klar. Ich habe ja damals 2009 die Europawahl und die Bundestagswahl als Vorsitzender damals gemanagt. Da war natürlich der Auftakterfolg mit 2% geil. Ja, klar, muss man sagen, aus dem Stand da als Kleinpartei, da haben wir uns dann von den Kleinen verabschiedet, so gesehen, auf dem Weg nach oben. Und witzigerweise, dieses hat auch extrem viel bewirkt, obwohl wir gar nicht im Bundestag eingezogen sind, wenn man im Rückblick mal schaut, weil die anderen Parteien eben gesehen haben, da gehen Stimmen und dann später vielleicht auch Mandate und andere Dinge, Geld und sowas verloren. Unser Ziel jetzt sind wir natürlich aus diesen Umfragen, die zwischen 2-4% irgendwie schwanken, glaube ich, je nachdem, wann man welche Zeitung ausschlägt oder welche
welches Institut man nimmt. Es hat sich gezeigt, wenn man nahe an 5% dran ist, so wie die FDP ist, glaube ich, gerade bei 4%, ja, dann hat das einen psychologischen Effekt auf den Wähler. Wenn man natürlich bei 2% einen Tag vor der Wahl ist, ist es schlecht. Das hat auch einen psychologischen Effekt auf den Wähler, weil dann hat er irgendwie subjektiv das Gefühl, die Stimme sei verschenkt. Ne? Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir in den relevanten Bereich kommen, damit die Wähler, die uns eigentlich wählen wollen, uns auch wählen. Das ist die Hauptaufgabe. Weil faktisch ist es so, eine Menge Leute sympathisieren mit verschiedenen Punkten bei uns, insbesondere auch mit dem Aspekt, dass die Leute, die jetzt etabliert Politik machen, einfach nicht die Lösung für die Probleme, die jetzt im Moment anstehen, haben. Und das ist eigentlich sogar ein großer Konsens. Das ist auch, glaube ich, die Erklärung für diesen Hype, den wir da hatten, bis zu 10%, dass die Leute dachten, da kommt mal was Neues und das ist auch dringend notwendig. Die Frage, ob diese Leute das auch noch am Wahltag meinen, ich denke ja. Und dann ist aber natürlich die Frage, wem sie ihre Stimme geben. Und das wird, glaube ich, davon abhängen, wie sich in nächster Zeit diese ganzen Umfragen entwickeln. Was natürlich an sich schlecht ist, weil eigentlich sollten die Umfragen nicht das Wahlergebnis machen, liegt ein bisschen an der 5%-Hürde. Aber ich habe Anfang des Jahres, ich habe ja, wie gesagt, das schon mal durchgemacht, es ist wirklich, eine Bundestagswahl ist extrem schwierig, über 5% zu kommen als Newcomer, weil eben auch die Kanzlerfrage mitspielt. Ja, gut, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, zum Glück jetzt keinen ernsthaften Konkurrenten für Frau Merkel, insofern ist das vielleicht ganz gut für uns, dass die Leute dann doch eher Politik wählen als eine Person, aber das ist das, was wir tun. Wir machen Wahlkampf. Wir haben auch 2009 im Sommer Wahlkampf gemacht. Bei uns sind ja zum Glück sehr viele Studenten auch Mitglied. Das ist der Vorteil, das hat uns 2009 auch sehr geholfen, da die Sachen auf die Straße zu bringen. Los. Drei Punkte, ganz kurz. Es gibt noch andere, ganz andere Fragen. Ich würde auf diese Frage, weil jetzt aus Landtagssicht nochmal eingehen. Ne? Es gab diesen Hype, der Jens hat es gesagt, Berlin, Saarland, Kiel, Düsseldorf. Mit dem Einzug in den kleinen Bundestag, Landtag Nordrhein-Westfalen, von 20 Leuten, ist in den Medien auch dieser Achtungseffekt aufgetaucht. Moment. Das politische System, das politische Fünf-Parteien-System in Deutschland könnte sich nachhaltig verschieben. Und in dem Moment guckt man genauer hin, und das muss man auch ganz offen sagen, in dem Moment haben wir auf Bundesebene und stellenweise auch in den Landesparlamenten ein paar eklatante Fehler gemacht und irgendwie schlechte Nachrichten auf dem Silbertablett serviert. Auf der anderen Seite baggern wir heute wie blöde. Wir haben gestern ein Pressefrühstück gemacht zum Thema PRISM und Tempora. Es laufen nächste Woche 4 Anträge von uns im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Es war genau ein Journalist bei dem Pressefrühstück. Okay. Dann in der Mitte der Herr mit der Gäppi. Okay. Was die Umfragen angeht, vor 2 Tagen sagte sogar Markus Lanz, es wäre gut, wenn die Piraten in den Bundestag kommen. Und wenn das eine Einleitung dann mal. Ja, richtig. Markus Lanz, unser großer Protege. Ja. Genau. Wir hatten als die Piratenklasse. Das wird aber eine Frage, ne? Ich komme nicht knapp unter 10%, man war auch mein Haarflug noch, der sagt, wir müssen die 5%-Hürde auf 10 vielleicht hochsetzen, damit das Parteiengefüge nicht durcheinander gerät. Also von daher könnt ihr das hier im Moment etwas beruhigter sein. Zu meiner Frage, Thema Überwachung. Was eben angesprochen, Pressefrühstück, Prism und so weiter. Wir haben eine Situation, wo eigentlich einen gläsernen Bürger haben. Man konnte es eigentlich wissen, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat. Die Presseberichte bestätigen das jetzt. Die Empörung in Deutschland ist relativ gering, haben wir so den Eindruck. Letzte Umfrage, die ich gesehen habe, 30% der Deutschen sagen, betrifft mich, den Rest war es egal. Wir haben das, obwohl die Rechtslage in Deutschland eigentlich ganz anders ist. Das Grundgesetz lässt das eigentlich nicht zu. Wir haben das irgendwie um ein paar Ecken durch die Hintertür, kriegen was rein. Wie wollen wir damit umgehen? Was passiert in Zukunft damit? Wir haben eigentlich in Deutschland einen Rechtsrahmen, der es nicht zulässt. Trotzdem passiert das über befreundete Dienste. Wir haben wahrscheinlich eine technische Situation, wo ich meine Daten gar nicht verschlüsseln kann, soweit ich das richtig sehe. Alles, was verschlüsselt wird, wird per se erstmal abgespeichert. Das heißt, die Frage ist, können wir politisch irgendwie damit umgehen, können wir politisch was verändern, um da anderes anzusetzen? Können wir technisch was verändern? Das oder müssen wir einfach sagen, müssen wir mit Leben zu? Gibt es noch eine ergänzende Frage dazu? Ja, eben zu dieser ganzen PRISM-Affäre. Zumal Piraten ja bekanntlich sich auf die Fahne schreiben, Transparenz, Internet, Freiheit und Reform des Copyright-Gesetzes, des Urheberrechtsgesetzes, steht meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen gegenteilig zu dieser ganzen PRISM-Affäre, was in Richtung Datenschutz und
sag ich mal, die konservative Richtung, wir möchten nicht, dass unser Datenvolumen irgendwie angefasst wird. Also konkret auch, wie die Piratenpartei dazu steht. Den Teil mit dem Datenvolumen habe ich nicht ganz verstanden. Auch nicht ganz verstanden, was jetzt die Ergänzung. Also die Ergänzung war jetzt wie das konkret im Datenvolumen, wie diese Drosselung. Datenschutz im Gegensatz zu Datenausspähung und Reform des Copyright-Gesetzes. Also, ich war die Frage, wie sozusagen, wie urheberrechtlich noch geschützt werden kann, wenn man versucht, irgendwie möglichst wenig Spionage und möglichst viel Freiheit, möglichst viel persönliche Freiheit im Internet und im Netz, wie dann noch sowas wie Copyright gelöst werden kann. Ja, und dann das ist, glaub ich, die ergänzende Frage dazu. Okay. Ja, also mal ganz vorne angefangen. Der Kampf gegen den Überwachungsstaat ist mindestens mein persönlicher Hauptmotivationsfaktor seit 2006 ehrenamtlich zu arbeiten. Das ist er noch. Also jeder hat ja eine persönliche Motivation und das ist meine. Es ist schwierig. Es war schwierig und es ist schwierig. Der Punkt ist, Datenschutz ist in Deutschland vergleichsweise international gut aufgestellt in der Historie. Das ist auch gut so. Deutschland hat ja auch in der Vergangenheit einige Überwachungsdinge so sich geleistet, auf beiden Seiten der damaligen Grenze zwischen den deutschen Staaten. Das Problem ist so ein bisschen, einerseits kann man Datenschutz, wir haben das Programm voller Sachen, ja, also wirklich, unser Wahlprogramm ist wirklich sehr, sehr gut in dieser Hinsicht, auch natürlich, weil wir das schon seit 7 Jahren jetzt machen, mit allen NGOs, AK-Vorrat, die Vorratsdatenspeicherung, das sind alles Dammbrüche eigentlich, auf dem Weg zur Überwachungsgesellschaft. Aber der Kerngedanke dahinter ist noch schwierig zu vermitteln. Und das ist auch aus meiner Sicht ein Luxusproblem. Weil der Kerngedanke ist der, wenn wir alles machen, was technisch möglich ist, dann wird die Überwachungsgesellschaft passieren, ob wir sie gewollt haben oder nicht. Und das ist das, was seit 7 Jahren und auch schon vorher Schritt für Schritt passiert. Der Rick Falkwinger hat das mal in einem super Ausspruch damals gebracht, der schwedische Piratenparteigründer, hat gesagt, jeder einzelne Schritt auf dem Weg zur Überwachungsgesellschaft mag in sich gut begründet und sinnvoll sein, aber wir wissen aus Erfahrung, wo der Weg hinführt und wir wollen einfach zu dem Ende nicht hin. Das ist aber den Leuten schwierig zu erklären, wenn sie sehen nämlich nur den kleinen einen Schritt. In einem kleinen einen Schritt macht das vielleicht Sinn, das zu machen. In einem kleinen einen Schritt macht das Sinn, auch das zu machen, vielleicht für irgendein konkretes Ziel. Wenn du das Ganze zusammennimmst, hast du aber den Überwachungsstaat, weil er technisch möglich ist, wird er jetzt realisiert. Das heißt, du musst dich einerseits musst du dich jedem Schritt widersetzen. Ja, das tun wir. Das steht nämlich in dem Programm drin. Jeder beschissene Schritt. Von der neuen GEZ-Gebühr bis zur Vorratsdatenspeicherung, jetzt die BDR-Auskunft, ja. Aber frag doch mal auf der Straße jemanden, ob er das Wort Bestandsdatenauskunft erstens schon mal gehört hat, zweitens fehlerfrei aussprechen kann und drittens genau weiß, was das eigentlich ist oder was es für ihn bedeutet. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir auch. Mit Flyern und Demos, jetzt letzte Woche und so weiter und so fort. Aber wie du sagst, 30% der Leute denken, betrifft mich nicht. Ja, weil es ihnen nichts passiert am nächsten Tag, obwohl die BDA da ist. Die Leute, die negativ betroffen sind, das ist sozusagen ein Verlust, der schleichend ist und die Opfer kommen am Schluss. Beziehungsweise auf dem Weg gibt es dann so Opfer, die stehen mal auf einer No-Fly-Liste, aber das sind nicht 10 Millionen, das sind mal 3. Ja? Oder wenn du einen kennst, der beschuldigt wurde, obwohl er nichts getan hat und dann seine Unschuld beweisen muss. Diese Leute und ihr Freundeskreis, diesen Ruckzuck bei uns, wenn du das mal erlebt hast, weißt du, worum es geht. Aber das ist natürlich nicht die breite Masse. Die breite Masse hat subjektiv keinen Verlust. Und deswegen ist es schwieriger, dieses politische Problem zu lösen, als manche andere Probleme. Ja? Was du sagst, Internetfreiheit. Ja, also aus meiner Sicht ist es kein Widerspruch. Es ist nur ein Scheinwiderspruch. Es wird ja immer gesagt, ja, die jungen Leute, die posten alles bei Facebook. Wer braucht Datenschutz? Die NSA kann ja gar nicht mehr Partyfotos abscannen, als bei Facebook eh schon sind. Das ist aber Blödsinn. Und das ist, da verkauft einen meistens die CDU oder ähnliche Leute einfach für dumm. Ja, weil das ist echter Schwachsinn. Das Briefgeheimnis ist relevant. Das Briefgeheimnis ist aber natürlich etwas, was Leute 1945 ins Grundgesetz geschrieben haben, aus der Erfahrung, wie es ist, wenn die Gestapo es nicht einhält. Beziehungsweise wenn mal Leute an die Macht kommen, von denen man vielleicht erst dachte, die sind auch ganz nett, die waren aber gar nicht nett. Ja, und das ist das, was heute fehlt. Niemand setzt sich mit dem Problem auseinander, dass vielleicht nicht nur nette Leute oder sowas da in meiner NSR arbeiten, beziehungsweise auch ganz einfache Probleme, Wirtschaftsspionage oder vielleicht der Ex-Freund von meiner Freundin oder so, ganz banale Dinge. Ne? Und es stört scheinbar keinen, dass das Briefgeheimnis nicht so, bei ihren E-Mails nicht gilt, weil sie das subjektiv nicht so wahrnehmen. Faktisch ist es aber trotzdem wichtig. Und wichtig ist es dann, wenn Veränderungen in der Gesellschaft passiert
und Veränderung verhindert wird. Und das genau passiert ja auch, sehen wir an allen Ecken und Enden, dass da, wo die Gesellschaft sich verändert, auf einmal ein Schutzbedarf besteht, zum Beispiel für politisch andere Meinungen oder solche Dinge. Und das sind aber immer, jede Revolution fängt mit wenig Leuten an. Das ist nie die breite Masse. Also deswegen ist der Kampf schwierig. Aber trotzdem ist er sinnvoll, weil wenn wir alles machen, was technisch möglich ist, ist die Gesellschaft morgen wirklich eine Überwachungsgesellschaft. Und je weiter wir gehen auf dem Weg, desto schwerer ist die Rückkehr. Zu Copyright sehe ich da eigentlich überhaupt keinen Widerspruch. Copyright hat sich natürlich nicht durchs Internet oder durch Datenschutz ist das Problem von Copyright, sondern das Problem von Copyright ist der Übergang zu digitalen Medien. Ja? Und gemeinsam mit dem Internet ist es eben das digitale Medium kannst du unendlich oft kopieren. Internet besteht aus Kopieren. Ich kopiere eine E-Mail an den Entsender. Ich verschicke die nicht. Die bleibt ja bei mir. Und das ist das Problem mit digitalen Werken. Übrigens auch nur mit digitalen. Leute, die Ölbilder malen, haben kein Problem mit Copyright. Heute nicht und gestern nicht. Also digitale Werke sind die neue Herausforderung und an der Stelle muss Copyright anders werden. Es geht nicht mit digitalen Werken so wie mit Marmorskulpturen. Die Marmorskulptur muss ich von A nach B schleppen, wenn ich die bei B haben will. Die digitale Medium halt nicht. Aber das ist auch gar kein Problem, weil wir sehen ja schon bei iTunes und Co., dass es Wege gibt, das vernünftig zu machen. Das Problem ist nur die ganzen Altlasten. Wir haben ein Copyright. Ich war vor einem Jahr auf einer Tagung, da ging es um die europäische Harmonisierung des Urheberrechts. Würde man ja denken, ist sinnvoll, macht die EU in ein paar Jahren, machen wir einfach. Wenn du bei den Juristen da geguckt hast, da denken, das geht gar nicht, das ist total aufwendig, da müssen wir 20 Jahre für was machen. Und allein schon der Punkt, selbst wenn wir das morgen ändern, europaweit harmonisieren, dann gelten ja all diese Vorschriften noch für 70 Jahre plus 50 weiter. Ja, es ist aus Gründen des Besitzschutzes und dieser Dinge sind alle Dinge, die ich gestern geschaffen habe, selbst wenn ich morgen gutes Copyright mache, noch 70 Jahre nach der alten Regelung oder ich muss so Übergangsregelungen schaffen, die mich nicht einschränken dürfen. Ja, das ist also echt dringend, das zu machen, weil da sind wir alle schon tot und unsere Kinder sind auch schon tot, wenn überhaupt die Reform, die wir jetzt machen, in Kraft treten soll. Das ist ja total absurd. Okay, dann war das schon. Achso, kleiner Break, genau. Ich frage dich, Jens, gezielt, ja. Wir können uns ja eh ein bisschen, für den wahrscheinlichen Fall, dass ich hier das Direktmandat so in Köln im Westen in der Stadt. Yes. ganz gezielt, ich frage mich natürlich auch mal, ich bin auch seit 2009 in der Partei und ich habe erlebt, dass wir um 2009 natürlich als Themenpartei bekannt wurden, als netzpolitische Partei und heute ist das natürlich Gott sei Dank ein bisschen anders. Wir sind natürlich durch das PGE und andere Themen auch viel breiter aufgestellt, als wir das in der Vergangenheit waren. Aber meine Frage ist schon, du bist exponiert natürlich für unsere Kernthematik, ganz klar. Wie bewertest du das denn heute? War das der richtige Weg? Ja, der Weg war unausweichlich. Also ich habe ja in Bingen da gestanden auf dem Podium, da ging es ja im Nachgang von der Bundestagswahl, ging es darum, neuen Vorsitzenden zu wählen und da war der große Kampf, angeblich hat die Presse so gemacht, die Kernis und die Follies, ja. Die Presse lebt von Kämpfen. An der Stelle habe ich gesagt, Leute, wir werden eine Ausweitung machen und die werden wir auch machen, aber lass sie doch langsam machen oder gezielt. Wie es dann so kommt, die Lawine lässt sich nicht beherrschen. Wurde dann alles gemacht und das Langsame haben wir dann sozusagen jetzt nach und nach aufgefangen. Ja, also es wurde alles überstürzt, aber jetzt haben wir es kanalisiert und jetzt ist es auch qualitativ vorzeichbar. Aus meiner Sicht ist das eine ganz natürliche Entwicklung, kann man gut finden oder nicht, muss man letztendlich akzeptieren. Politik lässt sich nicht begrenzen, alles ist politisch irgendwie, wenn man damit angefangen hat. Aber aus meiner Sicht ist das ein großer Vorteil in der Hinsicht, ich werde manchmal so für die Urheberrecht-Datenschutz-Kernthemen gehandelt, aber die Idee, die ich in dem Grundsatzprogramm, was davor noch irgendwo rumliegt, auch drin stecken habe und die wir in dem ersten Programm 2006 schon hatten, ist die des Gemeinwohls ganz stark. Und das Gemeinwohl ist auch das, was eigentlich mit dem Gewandel zur Informationsgesellschaft sozusagen die Lebensader unserer Politik ist. Sowohl bei den Personen, die dabei sind, wenn man die so ein bisschen kennenlernt, was die wollen eigentlich gesellschaftlich, ist es das. Gemeinwohl ist natürlich schwierig abzugrenzen jetzt an der Stelle, aber das ist der Hauptaspekt. Wir hatten zum Beispiel damals schon ein Infrastrukturprogramm, war total abstrakt, wo du sofort, 2006, hätte ich am nächsten Tag dir daraus ableiten können, dass wir gegen die Bahnprivatisierung sind. Weil das sind zentrale Infrastrukturen, die halt exklusiv sind.
Ja? Und wir sind für die Verstaatlichung von exklusiven Infrastrukturen, wenn die nicht im Wettbewerb bespielbar sind. Das gilt für Bahngleise, für, ja, also betreiben kann man die natürlich privat, aber die Gleise selber dürfen nicht verkauft werden, so gesehen, oder privatisiert. Und witzigerweise diese ganzen Entwicklungen, Bahnprivatisierung, Strom, Oligopol und dieser ganze Kram, das ist etwas, was vordergründig nichts mit Datenschutz zu tun hat, außer jetzt die elektronischen Stromzähler, aber das ist ein anderes Thema. Was aber trotzdem schon angelegt war. Ja? Also das ist ein bisschen so eine Fehlwahrnehmung. Jetzt Netzneutralität, Netzpolitik, ja, immer gerne, weil das ist ein Thema, auch was uns in 10 Jahren noch beschäftigen wird. Aber diese Dinge, Gemeinwohl, ist der Aspekt, den wir in die Informationsgesellschaft retten wollen, weil die Globalisierung schlicht und ergreifend ansonsten was anderes mit uns macht. Okay, danke. Nächste Frage. Thema Wahlhörer. Ich meine, das ist ganz oben, ja, eben schon, im weißen T-Shirt. Es geht um die Wahlhürde. Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat mal die 5%-Hürde für die Europawahl für verfassungswidrig erklärt. Und jetzt hieß es, dass die Regierung, Bundesregierung, wieder so etwas wie eine 3%-Hürde einführen will. Ja. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Was könnt ihr denn tun? Wie sieht das auf Bundesebene aus? Das hat unser Vorsitzender Bernd Schlömer zur Chefsache erklärt, habe ich vor ein paar Tagen erfahren. Dagegen wird auch vom Verfassungsgericht vorgegangen werden. Diese 3%-Hürde ist faktisch wohl schon verabschiedet im Bundestag als, ja, es ist ein Gesetz wahrscheinlich, ne? Für die Europawahl, ja. Die wollen natürlich, also ist meine Behauptung, die wollen natürlich das für 2014 schon machen. Weil sie ja gesehen haben, wir hatten ja sogar schon in 2009 hatten wir 0,9% der Stimmen und nach der Auszählung hätte das theoretisch sogar ein Mandat gebracht bei uns. Wir haben ja 2 Schweden damals ins Europaparlament entsenden können und hätten theoretisch sogar ohne diese verfassungswidrige Regelung einen Deutschen entsendet. Das wurde in einem Bundesverfassungsgericht dann bei der Verhandlung in Karlsruhe war ich sogar lang und breit diskutiert, dass das kein Problem ist, weil nämlich das Hauptargument ist, im Europäischen Parlament gibt es keine Regierung. Und das Argument, die 5%-Hürde im Bundestag, ist die, dass man um die Regierungsbildung zwischen verschiedenen Parteien immer zu gewährleisten, nicht hunderte von Parteien haben will in einem Parlament. Aber dieses Argument fällt total weg im Europaparlament, weil da gibt es sogenannte Fraktionen, die nicht Fraktionen sind wie hier, aber die finden sich ja nicht zu einer Regierung zusammen. Das heißt, da ist Pluralität überhaupt kein Problem und so hat das Verfassungsgericht auch argumentiert. Und deswegen ist auch das neue 3%-Hürde ist aus meiner Sicht eigentlich ein Schlag ins Gesicht fürs Bundesverfassungsgericht, weil entweder haben die Leute nicht zugehört bei der Begründung oder sie setzen sich da jetzt einfach drüber weg und spielen auf Zeit. Das ist meine Interpretation. Aber ich hoffe, dass es noch angenommen wird vor Mai 2014, also bei dem Bundesverfassungsgericht und vielleicht auch noch schnell abgelehnt wird, weil ansonsten kann uns das eine Handvoll Sitze kosten. Oder schlimmstenfalls dazu führen, dass wir dann nicht ins Europaparlament einziehen, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, in der Schweiz gibt es gar keine Hürde für... Ja, es gibt, in europaweit ist das ganz unterschiedlich, wie gesagt, bei dieser Anhörung, das wäre sehr spannend, da kamen so verschiedene Wahlrechtler und so. Faktisch gibt es eine Granularitätshürde, ja. Das heißt, dadurch, dass zum Beispiel Deutschland hat 100 Sitze im Europäischen Parlament. Ich habe noch ein paar Fragen. Okay. Kurz halten wir der Nachfrage. Cool. Okay, nur die eine Granularität erklärt. Grob gesagt, Deutschland hat 100 Plätze im Europäischen Parlament. Das heißt, wenn du 1% Stimmen hast, entsendest du einen Menschen. Mit 0,7% entsendest du keinen. Das heißt, es gibt eine Granularitätshürde und zum Beispiel in Ungarn, die entsenden eben nicht 100 Leute, sondern vielleicht nur 30, musst du sowieso schon 3 oder 4% kriegen, um einen zu entsenden. Das heißt, du brauchst keine künstlichen Hürden, um sicherzustellen, dass das funktioniert. Gut gesagt. Okay. Dann die Dame. Frage zu digitalen Sicherheit und direkter Demokratie. Ja. Wie kann man gewährleisten, dass die Strukturen, die da werden, vielleicht direkte Abstimmungen durchzuführen, nicht missbraucht werden oder manipulierbar sind, wenn man jetzt gerade die Grazi fragen möchte oder auch größeren Rahmen? Das ist eine sehr gute Frage, weil wir da auch innerparteilich witzigerweise schon seit vielen Jahren darüber diskutieren. Ich selbst habe noch vor einem Jahr einen konkreten Vorschlag gemacht für ein innerparteiliches Abstimmungssystem, was ich jetzt Online-Parteitag damals getauft habe, was diese Probleme umgeht. Es gibt Probleme, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja sogar auch mit dem Wahlstift damals oder mit den Wahlcomputern befasst und in der jetzigen technischen Situation gibt es ein Wahlcomputerproblem. Man kann also nicht einfach Wahlcomputer nehmen, die sind eben manipulierbar. Das ist ein Faktum, peinlich genug, dass die Amerikaner das ignorieren. Aber das muss man sehen. Es gibt aber natürlich andere
Möglichkeiten elektronischer Beteiligung, das muss ja nicht immer eine geheime Wahl sein, eine Beteiligung elektronischer Art, das zum einen. Und aus meiner Sicht würden wir in einem Übergangszeitraum, wo wir das Problem technisch definitiv nicht lösen können, würden wir gut damit fahren, dass wir uns so ein bisschen an dem Schweizer Modell anlehnen, dass wir elektronische Dinge machen, die zur Not aber in regionalen Wahllokalen mit dem großen Vorteil des papierenden Stimmzettels absichern. Das ist auch das, was ich vorgeschlagen habe, eine Art Hybrid. Weil diese Stimmzettelsache ist halt wirklich extrem geil. Die kann ich anonym abgeben, die kann nachgezählt werden, die kann keiner manipulieren im Sinne, weil niemand sozusagen ein Blatt verdoppeln kann, sozusagen, das an einer Urne liegt. Also wenn man da genau drüber nachdenkt, ist der physische Wahlzettel eine unheimlich hohe Sicherheitsstufe für echte Wahlen. Und deswegen muss man zur Not darauf zurückgreifen, kann das aber ergänzen mit elektronischen Mitteln. Es gibt auch so Sachen, Paper Trail, das ist ein bisschen was anderes, das meine ich damit nicht. Also, dass man hingeht auf den Knopf drückt und sich einen Ausdruck macht sozusagen. Das gibt's auch, hat aber auch andere Probleme, aber in diesem Bereich wird sehr viel entwickelt. Also ich bin da an der Stelle tatsächlich konservativ, weil das ist wirklich ein großes Risiko, das denke ich auch. Also wenn die Leute auf den Knopf drücken in 10 Jahren und sagen, ja, das wird schon richtig gezählt werden, dann haben wir echt noch ein viel größeres Problem mit der Demokratie, als wir jetzt haben. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden, insbesondere von einer zentralen Stelle. Aber da gibt es Möglichkeiten, nur im Moment technisch. Das Problem ist, selbst wenn eine technisch perfekte Lösung heute programmieren könnte, was aus bestimmten Gründen nicht geht, muss ich es ja den Wähler auch erläutern. Der Vorteil bei einer Papierwahl ist ja, dass der Wähler das auch versteht. Ansonsten, wenn irgendwas passiert und er jemanden glauben muss, das ist schlecht. Darauf wollen wir auf gar keinen Fall hin. Deswegen bin ich im Moment der Meinung, dass man das verbinden muss. Zur Not muss man bei relevanten, wichtigen, manipulationsanfälligen Wahlen tatsächlich bei diesem Urnenteil bleiben, um eine Verifikation herzustellen. Ja, also, dass man jemals ein System hat, das wirklich, Es kommt sehr darauf an, was man für Ansprüche stellt. Also ich arbeite ja in der IT, ich bin zwar gelernter Physiker und arbeite jetzt in der IT der juristischen Fakultät der Uni Münster und mache aber seit vielen Jahren tatsächlich IT und kenne mich mit dem ganzen Zertifikatskram auch aus, der dahinter steht. PGP ist ja auch so ein Beispiel. PGP funktioniert. Verschlüsselung von E-Mails, asymmetrisch. Das funktioniert. Aber das muss man mal jemandem erklären. Der glaubt das meistens. Wenn er nicht ITler ist, glaubt das halt. Aber es gibt natürlich Leute, die nachweisen können, dass das geht. Als Wähler möchte ich eigentlich in diesen Zustand nicht kommen, dass wir sozusagen eine Elite haben, selbst wenn das Systemadministratoren sind oder Techniker, die dann sagen, ich kann euch das erklären, aber ihr werdet es nicht verstehen, aber es passt. Das will ich einfach nicht machen. Und deswegen, ja, ich bin auch sehr skeptisch und wir sollten uns nicht mit irgendeinem halbgaren Lösung zufrieden geben. Das ist aber der Punkt, weil es nicht nötig ist. Es ist nicht nötig, weil ich kann doch zur Wahl gehen. Die Wahlen funktionieren gut, die kosten jetzt vielleicht ein bisschen mehr, als sie kosten müssen, aber das ist ja nun echt kein Argument. Das heißt, solange wir nicht wirklich für alle Menschen was Zufriedenstellendes haben, und zwar auch, dass sie es verstehen, nicht nur, dass es irgendwie funktioniert, sollten wir das kritisch betrachten. Aber in der Zukunft, also noch vor 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das hier möglich ist. Also da würde ich keine Prognose wagen, wie, was wir in der Zukunft dann machen können tatsächlich. Danke. Dann der Herr da oben. Ich habe gerade das Thema Überwachungsstaat angesprochen. Ich weiß nicht, wann schon mal gestellt wurde. Aber wenn Sie dem Staat nicht erlauben, das Internet zu überwachen, wie wollen Sie verhindern, dass das Internet zu einem rechtsfreien Raum wird? Genauso wie ich das auf der Straße mache. Also unser Ansatz, und das ist auch ein ganz einfacher Merksatz für die Entwicklung, ist, das Internet soll ein öffentlicher Raum sein. Ja, genau, auf der Straße gibt es den Straßenpolizisten. Ja, genau, aber eben nicht. Ja, genau, also ich habe nichts dagegen, dass Leute sich im Internet öffentliche Seiten angucken. Warum auch? Kann ja keinem verbieten. Warum sollte ich irgendjemand verbieten, öffentliche Seiten anzugucken? Das ist wie das alte Hacker-Motto vom CCC. Öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Der Punkt ist, das Internet überwachen heißt ja nicht, dass die Leute sich einen Facebook-Account anlegen und dann irgendwas machen, sondern das heißt, die greifen alle Daten ab, die ich schicke. Meine E-Mails, meine geschützten Daten. Meine Geschäftsverträge. Ja, also das ist ein großer Unterschied, ob jetzt ein Polizist auf virtuelle Streife geht, was es ja übrigens auch gibt schon in Nordrhein-Westfalen und anderswo, oder ob ich sozusagen das Internet nach NSA-Style überwache. Der Punkt ist genau wie auf der Straße, das ist das Schöne, der Vergleich klappt.
es ist ein Unterschied, ob ich alle öffentlichen Straßen und Plätzen mit Videokameras vollhänge oder ob ich das, wie vor vielen Jahren, nicht tue. Und ich hatte eigentlich vor 10 oder 15 Jahren, als ich aufgewachsen bin, nicht das Gefühl, dass meine Straßen oder Plätze unsicher waren. Das waren öffentliche Räume. War nicht unsicher. Dadurch, dass da nicht jemand dauernd patrouillierte oder sogar eben alles permanent überwachte. Und das ist im Internet genauso. Das Internet ist übrigens einer der höchst regulierten Räume aller Zeiten, sowohl gesetzlich auch als auch in jeder anderen Form. Also rechtsfreie Räume gibt es da nirgends. Das Schöne am Internet ist, im Internet kann ich zum Beispiel keine Kapitaldelikte begehen. Ich kann niemanden erdolchen durch eine E-Mail. Das heißt, die Delikte im Internet beschränken sich sowieso meistens auf Betrügereien und so ein Krams. Und selbst da ist die Aufklärungsquote statistisch bedeutend höher als im normalen Außer-Internet-Raum, also die Betrügereien, die man so auf der Straße oder sonst wo macht. Also da gibt es einfach schlicht überhaupt keine Argumentation, das Internet mehr zu überwachen als irgendeine Straße oder so. Da gibt es keine Fakten für. Und das ist auch nicht notwendig. Das Internet als öffentlichen Raum begreifen ist sowohl bei Überwachung sinnvoll, als auch bei wem gehört das denn? Wir wollen es ja für uns, ja, also für die Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass das Internet irgendjemand anders gehört. Nicht der Telekom mit ihrer Netzneutralitätskacke da, nicht den Konzernen, nicht den Überwachungsleuten, auch nicht der Regierung. Das ist ein öffentlicher Raum, wie eine Straße, wie ein Platz oder eine Wiese oder sonst was. Dankeschön. Deine nächste Frage. Ja, ich habe eine Frage für die Metaebene. Wir sehen es ja auch heute hier, das politische Interesse, gerade auch bei Studierenden, so zu dem Bedauern vieler Leute nicht so ganz gegeben, wie es vielleicht erforderlich wäre. Da sich das ja auch. Da warst du bei Georg Wiese nicht. Doch, ich war da. Ich war auch bei Sigmar Gabriel und ich war überall. Aber ich meine, das sind halt nochmal größere Namen, also ja, alle Respekt. Bis dahin selber. Akzeptiert. Was wollt ihr tun, damit vor allem junge Leute, Gregor Gysi hat das sehr schön beschrieben, mit mehr Empören. Also was wollt ihr tun, damit so politisches Interesse wieder stärker in den Fokus der Bevölkerung und speziell auch der jungen Leute kommt? Wir können nur das tun, was wir tun. Hierher kommen, solchen Einladungen folgen und werben und werben und werben und werben und versuchen allmählich, ob das reichen wird, wissen wir nicht, über das Internet sowas wie eine anders strukturierte Gegenöffentlichkeit oder ergänzende Öffentlichkeit zu der klassischen Medienöffentlichkeit zu schaffen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Herr Gysi ist natürlich durch seine Popularität ein gewisser Publikumsmagnet. Ich gehe davon aus, bei Herrn Gabriel ist das ähnlich. Wir können wirklich immer nur für unsere Themen werben. Wir werden jetzt im September am 7. in Berlin diese Freiheit statt Angst-Demo machen. Wir versuchen im Landtag, also in den Parlamenten, in denen wir schon vertreten sind, durch nicht populistisch, aber durch gute, technisch gute Anträge auch eine Öffentlichkeit herzustellen. Beispielsweise jetzt zu Tempora, zu dem britischen Teil dieses Abhörskandals. Der verletzt Unionsrecht. Das Vertragsrecht der Europäischen Union ist durch die Ausspähung von Tempora verletzt. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Kommission einschreitet und Großbritannien verklagt. Wir haben einen Antrag nächste Woche im Landtag laufen, wo unser Abgeordneter Nico Kern das vortragen wird und die Landesregierung auffordern wird, dem zuzustimmen, im Bundesrat da nochmal aktiv zu werden. Also es ist einfach jede Menge Kernerarbeit, so ist das. Und ich weiß aber auch, auf der Straße sind wir richtig gut. Also Straßenwahlkampf ist auch eine Sache. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und dann werden wir gucken, ob es passt im September. Also, darf ich einen Satz dazu ergänzen? Also wenn ich mich erinnere an die Zeit, bevor ich bei der Piratenpartei war, vor 2006, da habe ich mit meinen auch politisch interessierten Freunden teilweise diskutiert, vom Fernseher gesessen, sonst was gemacht und Politiker gesehen. Und was uns echt immer total auf die Palme gebracht hat, ist, dass die Leute nie was zur Sache gesagt haben oder irgendwie konkret geworden sind, ja? Das ist die andere Seite von Gysi und Gabriel. Das sind Profi-Politiker, die aber nur total eine heiße Luft machen, was auch noch ausgeklügelt von Werbestrategen ist und was bestimmten Zwecken dient oder aufgesagt ist oder so. Der Ansatz von der Piratenpartei ist eigentlich, das nicht nachzumachen, weil uns die Leute auf den Sack gegangen sind und die gehen uns immer noch auf den Sack. Trotzdem muss man natürlich werben, aber man muss sich nicht so weit verbiegen, dass man das Gleiche macht und wirklich auch nur das macht. Die Herausforderung ist eigentlich dann nicht an uns, sondern an die Leute, ob die dann lieber den Gysi wählen, weil er auch noch besser unterhält, oder ob ich dann lieber gucke, dass ich jemanden wähle, von dem ich eher glaube, dass er was auch zur Sache sagt, oder von dem ich glaube, dass er sich damit sachlich auseinandergesetzt hat und auch mal sagt, dass er das nicht weiß oder so. Das ist eine Herausforderung, da bin ich aber wirklich ganz entspannt.
Weil ich glaube, jeder kriegt das, was er verdient. Die, die den Gysi wählen, kriegen auch den Gysi. Die, die die Piraten wählen, kriegen die Piraten. Das ist eben das Schöne dabei. Ein starker Abschlusssatz, Abschlussaussage. Wir haben jetzt 20 Uhr, ja, sogar schon ein bisschen später. Deswegen kommen wir jetzt eigentlich zum Ende. Es gibt bestimmt auch viele Fragen. Vielleicht seid ihr beide ja auch noch ein bisschen hier für ein paar Zwiegespräche. Gerne. Ansonsten vielen Dank schon mal von meiner Seite an euch natürlich, dass ihr da wart, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Mich motiviert das ja immer. Ich bin ja nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich finde es überhaupt toll, dass hier Leute da sind, die so viele Fragen zu sagen haben. Vielen Dank und dann gebe ich noch an den Asta für ein Abschlusswort ab. Ja. Vielen Dank an die beiden Gäste. War sicherlich sehr abschlussreich. Deswegen nochmal die Erinnerung am 26. September des Bundestagswahl. Ihr habt ja jetzt schon viel mal nur gehört, wenn ihr bei den verschiedenen Veranstaltungen wart. Deswegen überlegt ihr euch, mit dem Weg zu gehen. Und dann natürlich ist es bei euch. Also die Veranstaltung machen wir auch, um halt den Leuten zu zeigen, was sind andere Meinungen, wenn ihr das hier eventuell noch nicht. Zu viel, aber ich denke, ihr habt euch ziemlich gut präsentiert. Danke. Oh, danke, danke. Ja, gibt es noch eine letzte Veranstaltung, und zwar am 12.07., genau, nächste Woche Freitag, ab 18.30 Uhr in der Haushalt 25, mit Hans Stein von der FDP. Genau. Wie werden nicht gewesen? Wer ist das? Deswegen kommt auf der vorbei, bildet euch hin, ihr müsst ja ein Fan von der FDP sein, dann auch vorbei zu kommen. Ansonsten wünsche ich im Namen des Astros noch einen schönen Abend, danke, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen. Ja, danke für die Einladung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter. @krähennest mit AE. In Wien eine interessante Analyse gemacht. Wenn man nur europaweit eine Finanztransaktionssteuer von 0,1% einführen würde, Frau Merkel spricht von 0,01%. Wenn man das tun würde, dann gäbe es einen Dämpfungseffekt auf Derivatehandel von 85% und auf Aktienhandel von 15%. Aber diese Steuer würde europaweit jährlich einen Ertrag von 272 Milliarden Euro einbringen. Und ein anderes Institut hat eine ähnliche Rechnung gemacht mit der Hälfte, 0,05%, und die sind bei 300 Milliarden US-Dollar rausgekommen. Das heißt also, wir brauchen eine Umsatzsteuer für Geld, sonst wird sich das Finanzsystem immer weiter von der Realwirtschaft ablösen und die Vermögensverteilung wird immer ungerechter. Es kann nicht sein, dass man 7% auf eine Tüte Milch bezahlt und nichts für Kapitalgeschäfte. Das ist für mich eigentlich nur logisch. Ich bin da auch kein Wirtschaftswissenschaftler, bin überhaupt kein Experte, aber als Physiker denke ich, da muss eine Dämpfung rein in dieses System, damit es nicht überschüttet. Ja. Das haben wir auch im Programm stehen im Übrigen. Also nicht jetzt die 0,1%, aber die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, ja, fühlst du auch dran, du bist zufrieden. Ja. Dann die nächste Frage. Ich würde euch A bitten, die Frage natürlich so zu stellen, dass vielleicht auch jeder mitkommt. Und zum Zweiten, wenn es auch möglich ist, die Fragen konkret an eine Person vielleicht zu stellen, wenn wir unterschiedliche Gebiete, einmal vielleicht also den einzelnen Bundestag, die Bundespolitik und den Herrn Paul, der hier auch gerade was Hochschule und Wissenschaft angeht, in NRW. Landtag sitzt, genau, ansonsten können die sich ja auch das nochmal dann zuteilen, die Fragen. Da ist die nächste Frage. Bleiben wir beim Geld. Welche positiven Beispiele gibt es denn bislang schon auf der Welt, die dann für irgendwann für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens erhalten können? Positive Beispiele auf der Welt für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja. Es gab ein Experiment auf lokaler Ebene in Kanada, das irgendwann gestoppt worden ist und wo, glaube ich, aus politischen Gründen das nicht weiter publiziert worden ist. Das muss sehr positiv gelaufen sein. Ich weiß eigentlich nichts Näheres darüber. Das ist das einzige mir Bekannte. Irgendwo im Mittelwesten in Kanada. Ansonsten zum BGE. Ich persönlich bin vor 2 Jahren, ist
strikter BGE-Gegner gewesen, bin bei der Gründungsveranstaltung der sogenannten Sozialpiraten wieder so ein Arbeitskreis aus der Partei gewesen und habe da quasi meine Meinung um 180 Grad gedreht, habe angefangen, ein paar Theoretiker zum BGE zu lesen, wie André Gorz aus Frankreich oder den deutschen Ulrich Beck oder der Amerikaner Jeremy Rifkin. Ich denke mal, wenn man jetzt mal von Deutschland wegguckt, wo ja von einem Demografiewandel immer auch die Rede ist, dass die Produktivität, dass immer mehr Güter mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft produziert werden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss die Arbeit richtig verteilen. Das ist das, was die SPD oder der linke Flügel so anstrebt, der sagt: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zur Masterveranstaltung des Wahlforums heute mit der Piratenpartei. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Joachim Paul und Herrn Jens Seitenbusch. Heute auch mit dem Moderator Sandy Baumann-Bergmann. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wir haben heute Filmaufnahmen hier laufen. Wer nicht in diesem Filmaufnahmen enthalten sein möchte, möchte sich bitte nach ganz außen setzen. Alles Weitere, ihr seid hier, um Fragen zu stellen. Ich denke mal, ihr kennt es inzwischen auch. Auf eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen. Die FDP hat einen Raumtermin bestätigt. Wir kommen nächsten Freitag zum Hörsaal 25 um 18.30 Uhr. Ihr seid natürlich dort auch herzlich eingeladen zu kommen. Sonst gebe ich jetzt direkt das Wort an Cedric, der euch durch die Veranstaltung leiten wird. Ja, willkommen auch von mir. Mein Name ist Cedric Bergmann und ich bin vom Buschradio Köln Campus und auch für das Werden zu machen, zumindest im Hintergrund, wenn ich hier stehe und vom Ablauf her haben wir uns jetzt einen Kolbus überlegt. Wir machen hier vorne gleich ein kleines Frage-Antwort-Spiel, schnelles, zur Auflockerung. Und dann wollen wir uns an alle einig, dass wir das Ganze interaktiv gestalten wollen. Das heißt, auch jeder gefragt, dann Fragen zu stellen, das, was euch interessiert, hier loszuwerden. Und die beiden Herren werden es dann nach bestem Gewissen und viel Spaß machen können. Ja. Als erstes möchte ich vorstellen Herrn Joachim Paul. Er ist gebürtiger Kölner und lebt mit seiner Familie in Neuss. Hat Biophysik studiert und auch promoviert und die Piratenpartei hat er 2006 gegründet. Er ist seit 2009 aktiver Pirat. Seit letztem Jahr ist er Landtagsabgeordneter in NRW und ist dort der Sprecher des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Außerdem ist er Vorsitzender der Landtagsfraktion in NRW. Und er twittert unter dem Pseudonym Nick Halfinger. Haflinger. Nicht Halfinger, sondern Haflinger. Haflinger. Ältere Science-Fiction-Fans werden den Namen kennen. Zuletzt schrieb er auf seinem Blog, dass für ihn alle Staaten unter Generalverdacht stehen, ihre Bürger abzuhören. Dann direkt die ersten Fragen, 5 Fragen an Herrn Paul, die er bitte in einem Satz schnell beantwortet. Welche Landtagsdebatte haben Sie zuletzt geschwänzt? Keine. Was bringt Sie bei der Sitzung des Landtags am meisten auf? Am Sonntag ist die CSD-Parade in Köln, warum machen Sie nicht mit? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich in Frankfurt bin höchstwahrscheinlich. Fahrradfahrer oder Autofahrer, wer sind die größten Verkehrsrowdies? Ich kenne beide Perspektiven aus Münster, der Fahrradstadt, und ich bin da mit beim Carsharing und ich weiß, die Menschen sind auf beiden Seiten gleich. Okay, jeder hat sein Verbrechen. Das war's von mir direkt an der Stelle erstmal. Vielen Dank auch an Sie für die Antworten. Und jetzt ist schon für euch die Chance, Fragen zu stellen, die euch interessieren. Gibt es an der Stelle schon direkt mutige Leute? Ich hätte eine Frage. Also ich weiß nicht, ob ich noch jetzt die richtigen Ansprechpartner sein kann. Es geht um die Struktur und den Namen vom Geldsystem. Es geht um die Struktur und Dynamik vom Geldsystem. Jetzt vielleicht einfach mal vor. Der größte Teil des sich im Umlauf befindenden Geldes ist
Okay. Nein, das wird. Schmalgerät. Und dies wird von privaten Geschäftsbanken in einem Schöpfungsakt quasi aus dem Nichts geschöpft. Dies erfolgt nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern verfolgt ausschließlich private Profitinteressen. Dieses fast willkürliche Erfinden bzw. Herzaubern von Geld aus dem Nichts basiert auf Schuld. Das der zweite Aspekt der Frage, dieses Schuldgeld wird mit Zins und Zinseszins belastet. Dies hat zur Folge, dass im wirtschaftlichen Finanzsystem das Geld für die Zinsen nicht vorhanden ist und nur mit einer Neuverschuldung aufgebaut werden kann. Das exponentielle Wachstum des Zinseszins lässt Geldvermögen und Schulden ins apokalyptische anwachsen. Somit müssen die Geldvermögen sich in den Händen von wenigen konzentrieren und die unvermeidbare und systemimmanente Verschuldung muss schlussendlich die Allgemeinheit tragen. Der Umverteilungsmechanismus des Zinseszins hat zur Folge, dass eine zwangsläufige und gigantische Verschuldungsspirale Gesellschaften große Probleme bereitet. Wo ist das Fragezeichen? Also ich kann darauf antworten, obwohl es keine Frage ist, weil überraschenderweise, oder vielleicht auch nicht überraschenderweise... Jetzt kommt die Frage. Wieso kommen wir dazu? Okay. Du machst das, guckst mich so bedeutungsschwanger an, als würde ich was sagen. Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Ja. Es gibt tatsächlich in der Piratenpartei eine Menge AGs, wie vielleicht jemand weiß, der schon mal bei uns reingeguckt hat. Und es gibt eine AG Geldsystem Piraten oder irgend sowas. Ja, ja. Und Muschelgeld. Da haben wir so ziemlich, glaube ich, alle Meinungen dieser Welt zu Geldsystemen vereint. Und du kannst dir vorstellen, das ist sehr spannend und sehr lehrreich, aber natürlich extrem kontrovers. Also meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass es nicht so einfach ist, wie man meistens denkt mit dem Geldsystem. Also Geldsystem an sich halte ich für eine sehr sinnvolle Sache. Und ich glaube auch nicht wirklich persönlich gesprochen, dass unser aller... Wenn Bullshit-Bingo gespielt wird mit Politik 1.0, wie gerade jetzt im Fall der CDU, CSU und der FDP, die eine Verfassungsklage wegen der Beamtenbesoldung in den höheren Gruppen, die ja jetzt wieder eine Nullrunde, das ist alles sehr ärgerlich, die wollen das wieder durchführen. Aber auf der anderen Seite wird seitens der Union und der FDP nicht gesagt, es ist immer noch ein Satzkomma, wo das Geld denn herkommen soll. Und das finde ich an der Stelle, das ist regelrecht Bullshit-Bingo, das Politik 1.0. Wenn man sowas macht, soll man auch sagen, wo die Kohle herkommt. Okay. Kurze Frage, passt das mit der Lautstärke oder kommt die mit Mikro? Passt. Okay. Ja. Dann die nächste Frage. Überwachungsskandal hin oder her? Würden Sie die Freunde Ihres Sohnes? Nein. Okay. Besonders auch in Köln herrscht der Wohnungsnot bei den Studien. Wie haben Sie als Student gewohnt damals? Ich habe erst in einem Apartment gewohnt in Bochum. Als quasi Externer und nachher in einem Studentenwohnheim bei der Freundin. Okay. Das Bachelor-Master-System hat das Studium stark verändert. Würden Sie unter den heutigen Bedingungen nochmal studieren? Ich glaube nicht, dass ich unter den heutigen Bedingungen zu einem Abschluss kommen würde. Ich habe großen Respekt vor den Studenten heute. Ich habe mir Zeit gelassen, ich hatte auch keine Kohle, in dem Sinne halbweise kein BAföG bekommen, weil ich ein bisschen Waisenrente bekommen habe. Ich musste in den Semesterferien arbeiten gehen im Stahlwerk. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal schaffen würde. Okay, danke. Dann zu Herrn Seipenbusch. Jens Seipenbusch. Sie sind Wuppertal geboren und er ist verheiratet und wohnt heute in Münster. Er ist ehemaliger Bundesvorsitzender der Piratenpartei und eigentlich von Anfang an bei den Piraten dabei. Gründungsvorsitzender sogar. Er hat am Grundsatzprogramm der Piraten mitgeschrieben und den Bundesvorsitz gab er damals auch, um sich selbst eine Pause von dem ehrenamtlichen Engagement bei den Piraten zu nehmen, so heißt es zumindest. Und nun kandidiert er für den Bundestag über die NRW-Landesliste auf Platz 4. Er twittert unter seinem Nachnamen Seipenbusch. Dann die 5 Fragen an Herrn Seipenbusch. Lange Haare und Kopftuch, ein Pirat, weshalb sehen Sie nicht aus wie ein Pirat? Ja, man muss Pirat im Geiste sein, das ist viel wichtiger als das Äußerliche, behaupte ich. Und da gibt es sehr viel mehr Leute, als man so denkt, von dieser Couleur. Burnout und Arbeitsüberforderung war bei den Piraten ja schon oft Thema. Was ist Ihr Geheimrezept gegen den Politikstress? Dass ich mir eine Pause genommen habe nach 5 Jahren und im Rückblick habe ich gemerkt, das war bitter nötig. Hätte man vielleicht sogar eher machen sollen. Wenn Sie einen Platz im Bundestag bekommen und da Angela Merkel über den Weg laufen, was fragen Sie hier als erstes? Warum sie keine Politik macht? Das Problem in der Wirtschaft am Zins liegt.
Ein Freund von mir, der das sehr viel besser weiß, weil er da fachlich involviert ist, der sagt einfach, Zins ist der Preis fürs Geld, wenn ich mir Geld leihe, ne? Investitionen und solche Dinge. Das Problem im Finanzsystem ist aus meiner Sicht nicht das Geld an sich, sondern das Problem ist sehr viel komplexer. Und in diesem Geldsystempiraten gibt es auch Leute, die mögen den Zins nicht, es gibt Leute, die mögen das Bargeld nicht, es gibt Leute, die mögen irgendwelche Buchgelder nicht und es gibt Leute, die mögen kein Bargeld. Aber wenn man die alle am Tisch sieht, dann sieht man hinterher, es ist doch irgendwie anders. Also so, die Frage zielt ja darauf ab, ob man da jetzt was ändert, so wie die Frage suggeriert so ein bisschen. Ich glaube, dass es nicht die richtige Richtung ist. Ich glaube, das Geld hat sich ja über die Jahrtausende ein bisschen bewährt aus meiner Sicht. Und das Problem ist einfach, dass wir falsch regulieren mit dem Geld. Also und das Geld an sich ist nicht schuld, kurz gesagt. Also wenn das... Ich würde das gerne noch ergänzen für praktische Politik, auch aus der Parteiprogrammatik. Ich bin da ganz der Position vom Jens. Ich bin jetzt nicht in dieser AG, habe aber Kontakt mit Wirtschaftsleuten und wir müssen ja im Landtag tagtäglich zu irgendwelchen steuerpolitischen oder wirtschaftspolitischen Fragen Stellung nehmen. Das Geld hat seinen eigentlichen Zweck verloren und ist zum Selbstzweck geworden. Es ist wesentlich mehr Geld unterwegs, was hier, wo jetzt nur noch Geld als Gegenwert steht und nicht mehr irgendeine Ware oder eine Dienstleistung. Wenn man sich, es gibt mittlerweile eine neue Bewegung in der Soziologie, die nennt sich Power Cluster Research. Die gucken sich weltweit die Kapitalgruppen an, das kann man mittlerweile machen, da gibt es auch gute Datenbasen, um das tun zu können, und gucken, wie die miteinander vernetzt sind und wer mit wem gehört. Und führend ist eine Gruppe an der ETH in Zürich, die hat vor kurzem rausgekriegt, so im Großen und Ganzen, dass es etwa 50 verschiedene, sich gegenseitig gehörende Kapitalgruppen auf der Welt gibt, die etwa 47.000 global operierenden Unternehmen kontrollieren. Diese Kapitalgruppen, wenn man sich die anguckt, auf Platz 1 beispielsweise steht die Barclays Bank, auf Platz 12 haben wir schon die Deutsche Bank und auf Platz 18 stehen die berühmten hier Goldman Sachs. Auf Platz 8, ich habe mir die Liste durchgesehen, stand Vanguard Corporation. Ich dachte mir, ist das ein Waffenhersteller, Raketen oder so, habe das in der Wikipedia nachgeschlagen. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Kapitalstock mit Sitz in Pennsylvania mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Billionen Dollar, die auch noch die Majorität an DuPont Chemical, dem größten Chemiekonzern der USA, haben. Unter diesen 50 ist kein einziger Hersteller oder Dienstleister von oder für irgendwas. Es sind reine Unternehmen der Finanzwirtschaft. Und um dem begegnen zu können und das wieder ein bisschen zu realisieren, was politisch weltweit schwierig durchzusetzen ist, wäre eine Finanztransaktionssteuer, also eine Umsatzsteuer auf Kapitalerträge, das Richtige. Und da hat vor kurzem das Pendant zum deutschen DIW, zum Institut der Wirtschaft,